Today. Ja, nimmt auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Like this? Soll ich so tun, soll ich so tun? Yes. Whatever you like it. Wie auch immer ihr es mögt. First of all, Elisabeth. Zuallererst Elisabeth. Yesterday I was in paradise in heaven. Gestern war ich im Paradies und im Himmel. I will explain this thing more now later. Und ich werde dieses, was ich gesehen habe, später noch mehr erklären. First time in human history. Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte. God in heaven declared. Haben Gott und die Himmel verkündet. I think, Christiane, can you tell me in German this sentence? Christiane, kannst du mir noch mal auf Deutsch diesen Satz sagen? Das heißt, Liebe zum Sieg über alles. Liebe zum Sieg über alles. And love. Love to victory over all. Love. 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 To victory. To victory over all. Yes. Yes. This will be our Feiertag in Zukunft. Das wird unser Feiertag in der Zukunft sein. God declared in heaven. Das hat Gott so verkündet im Himmel. So this mean, und das bedeutet, is the first time God in heaven declared, zum ersten Mal haben Gott und die Himmel verkündet, that you are the first human being who over victory over angel actually. Gott und die Himmel haben zu mir gesagt, du bist der erste Mensch in der Geschichte, der über die Engel gesiegt hat. So from now on, und von jetzt an, everybody, wird jeder, who has love over victory, der diese Liebe über den Sieg hat, über all, actually, über alle, especially God, und vor allen Dingen über Gott. Paradise is now open that they allow you to come in universities and you can grow and take inhalt certificate. Das Paradies ist jetzt offen und ihr könnt dort in die Universitäten gehen, um zu lernen und gewisse Zertifikate zu bekommen. Yes. So this day will be a victory over all because of God. Dieser Tag wird ein Sieg über alles sein, wegen Gott. And first time angel will slander now before new Messiah, new Adam actually. Und zum ersten Mal werden die Engel sich ergeben wegen dem neuen Messias, wegen Gottes Herz. So I have break this down. Ich habe also diesen Draht gebrochen, diesen Zyklus. Which is morgen anbrechen lassen. Ich habe diesen Morgen anbrechen lassen. Which mankind was suffering under angel regime, actually regime. Unter den die Menschen unter dem Regime der Engel gelitten haben. And same time God allowed me. Und gleichzeitig hat Gott mir erlaubt, to start my new book. Mein neues Buch zu starten. Angel Creation and Misery of Mankind. Die Engelschöpfung und das Elend der Menschheit. Yesterday I have received this permission. Gestern habe ich diese Erlaubnis erhalten. And God was very happy that not only 12 books, I brought more than 12. Und Gott war sehr glücklich, dass ich nicht nur 12 Bücher über ihn gebracht habe, sondern mehr als 12 Bücher. So with the permission of God, und mit der Erlaubnis Gottes, I will reveal everything about angels. Werde ich alles über die Engel offenbaren. Why last time God stopped me not to write about angels? Warum hat Gott mich letztes Mal gestoppt, nicht mehr über die Engel zu schreiben? Because God wanted to declare in heaven victory over all, first human being, victory over angel. So now angel dominion is end
for mankind. Weil Gott erst den Sieg über alles, den Sieg über die Engel verkünden wollte. Victory over all, victory over angels, und dann? That's why God wanted to declare before I start this book. Deshalb wollte Gott erst das verkünden, bevor ich mit dem neuen Buch über die Engelschöpfung starte. So I started my book yesterday. Ich habe also gestern mit meinem Buch angefangen. Before I go in this topic in paradise. Und bevor ich an dieses Thema im Paradies anschließe. Because I was invited by heaven to come over there. Denn ich wurde durch die Himmel eingeladen, dorthin zu kommen. Few sentences I like to say what Moses was speaking. Ein paar Sätze möchte ich über das sagen, über was Moses heute gesprochen hat. If Adam, Abraham, Isaac, Noah, all these prophets. Ob es jetzt Adam, Noah, Abraham, Jesus, egal welcher Prophet, or Muhammad, oder Mohammed gewesen ist, or far east Buddha, oder aus dem fernen Osten Buddha und Konfuzius, and Jain, und der Jainismus, Krishna, Ram, all prophets. Alle diese Propheten. You know why they receive high blessing in the eyes of God. Wisst ihr, warum sie den hohen Segen in den Augen Gottes erhalten haben? Only one thing. Nur wegen einer Sache. What make them great, God said to me. Gott sagte mir, was sie großartig gemacht hat. Because they went to street. Weil sie auf die Straße gegangen sind. Their confrontation with society. Sie hatten eine Konfrontation mit der Gesellschaft. And among of them, God says, und unter ihnen hat Gott gesagt, Muhammad was the one of who went so much in the street. Muhammad war derjenige, der so oft auf die Straße gegangen ist, that many times he lost his life even. Dass er viele Male sein Leben verloren hat. I mean, it's happened with me. I got a 5 attacks actually. Ich meine, das ist mit mir passiert. Ich habe 5 Angriffe, Mordangriffe auf mich bekommen und But überlebt. For you, there is no dangers. Aber für euch gibt es keine Gefahr. And now even Muhammad himself is start working on earth. Und jetzt fängt Muhammad sogar selber an, auf Erden zu arbeiten. Because our this book gonna be also come in YouTube. The Muhammad, the greatest among of prophets. Weil unser Buch auch auf YouTube kommen wird, Muhammad, der größte unter allen Propheten. The identity of God. In der Identität Gottes. So many Muslims also looking this book forward. Und viele Muslime sehen sich schon nach diesem Buch. One thing is very disadvantageous. Ein Nachteil, den gibt es. Muhammad came a little bit late. In the mission. Und zwar Mohammed kam etwas sehr spät in die Mission. And Jesus too. Und Jesus auch. Otherwise we would not print 1,7 million brochures. Ansonsten hätten wir nicht 1,7 Millionen Broschüren gedruckt. Fast 100.000 Euro. Für fast 100.000 Euro. He came after this. Sondern er kam erst nach diesem Druck. But Muhammad declaring now in Islamic world. Aber Muhammad verkündet jetzt in der islamischen Welt. Don't worry, I will support you also financially in future. Keine Sorge, ich werde dich auch finanziell in der Zukunft unterstützen. And he already doing actually. Und das tut er bereits. Yes. So we go back Moses sentence. All these prophets are greatest because they came on the street to deal with fellow mankind. Kommen wir also zurück zu Moses Satz. Alle diese Propheten sind großartig, weil sie auf die Straße gegangen sind, um sich der Menschheit zu stellen. It makes us strong, actually. Das macht uns stark. Angenehm. Ja. It does something special that we come to know the real face of mankind. Es macht etwas mit uns, dass wir das wahre Gesicht der Menschheit kennenlernen.
It also teaches us that our respect has no value when we are doing something for God. Und das zeigt uns auch, dass unser Respekt, den wir zum Beispiel vor der Gesellschaft haben, keinen Wert hat, wenn wir uns der Gesellschaft stellen. I remember Moses was a young and I took him on the street actually. Ich erinnere mich, Moses war noch jung und ich nahm ihn damals mit auf die Straße. And unfortunately Moses came. Und Moses kam, aber mit unglücklichem Herzen. And he was holding the brochure like this. Und er hielt die Broschüre so. Like this. Like so. Like a stone, you know? So wie eine Statue, ein Stein. Yes. And day passed, month passed. Und Tage gingen vorüber, Monate gingen vorüber. Year passed. Dann gingen Jahre vorbei. Now among of our witnessing, Moses is the most special and loud and never let pass anybody actually. Und jetzt ist Moses unter unseren Verteilern der lauteste und der besonderste, weil er nie eine andere Person einfach so vorbeigehen lässt an uns. Yes. Am Stand. He is so motivated. Er ist so motiviert. So what make him so great? Und was macht ihn so großartig? Because I brought him to street. Weil ich ihn auf die Straße gebracht habe. Muhammad Ali, Boxer, says, der Boxer Muhammad Ali hat gesagt, I motivated million American to join Islam. Ich habe Millionen von Amerikanern inspiriert, dem Islam beizutreten. Not because I was famous. Nicht, weil ich berühmt war. I went to street all my life. Sondern weil ich all mein Leben auf die Straße gegangen bin. Maximilian. Und Maximilian. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. All these great people. Alle diese großartigen Menschen. 1517 Reformation Martin Luther. Martin Luther. 1517 in der Reformation Martin Luther. They all became great because of street. Sie alle wurden großartig wegen der Straße. So it make us is something and other person. Die Straße transformiert uns zu einer anderen Person. We don't care our image. Dass wir uns nicht mehr für unser Image interessieren. We only care about God. Wir interessieren uns nur noch für Gott. We don't care about career. Wir interessieren uns nicht für unsere Karriere. In this case, und in diesem Fall, even my daughter said to me, hat selbst meine Tochter zu mir gesagt, even she has a very high position, obwohl sie eine sehr hohe Position hat, Father, I want to come in this street. Vater, ich möchte auf die Straße kommen. Because this street gave me everything what I am today. Weil die Straße gibt mir alles, was ich heute bin. So, that's what I wanted to tell about in a few sentences about Moses. Und das ist, was ich sagen wollte in ein paar Sätzen über Moses. So what happened yesterday? Was ist also gestern passiert? This is a long suffering and painful story of human creation. Das ist eine lange, schmerzvolle und leidvolle Reise der Menschheit. So, Elizabeth, don't forget, this will be our holiday. Elisabeth, bitte vergiss nicht, das wird unser Feiertag sein. Heute oder gestern? 22.07. Yeah, this morning. It's 4 o'clock. So this morning. Yeah. Ja, also. Also 23.07. Also der heutige Tag, ja, weil ich heute das um 4 Uhr morgens gesehen habe. So this will be victory over. Wie heißt das in Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Der Sieg über. Victory over. Liebe zum Sieg über alles. Liebe zum Sieg über alles und über Engelbert. Okay. Victory for love over all, over everything. So what happened yesterday, I would like to share with you, because I will share also in this our new book, which I started yesterday. Und was gestern passiert ist, das möchte ich gerne jetzt mit euch teilen. Ich werde es aber auch in dem neuen Buch teilen, was ich jetzt schreibe. This will be the first story from
from God actually. Das wird die erste Geschichte von Gott sein. So I'm very happy that after a few years later God allowed me. Und ich bin sehr glücklich, dass ein paar Jahre später Gott mir erlaubt. Question is if any prophet seek over angel. Die Frage ist, hat je ein Prophet über die Engel gesiegt? Our 6000 year pain and suffering tell. Unsere 6000 Jahre des Schmerz und des Leides erzählen uns, that God could not deal with us direct, actually. Dass Gott nicht direkt mit uns umgehen konnte, arbeiten konnte. Angel had the authority to deal with us. Die Engel hatten die Macht, über uns zu regieren und mit uns zu arbeiten. And so million years. Und so ging das für Millionen von Jahren. And first time, und zum ersten Mal, God says, behalf of mankind, sagt Gott im Namen der Menschheit, Zahid has made it. Zahid hat es geschafft. So from now on, angel dominion is over. Das heißt, von jetzt ist die Engelregierung, die Engelmacht über uns vorbei. Now they will serve mankind. Jetzt werden sie der Menschheit dienen. So who gonna make a more decision in this case? Wer wird also mehr Entscheidungen in diesem Fall treffen? Victory over Victory for love over everything. Victory of over love everything, yeah. Ja, Liebe zum Sieg über alles und über die Engelwelt. Yes. Dankeschön. So today is a very wonderful day for me. Heute ist also ein sehr wundervoller Tag für mich. So heaven came to me and they says, der Himmel kam also zu mir und sagte, we have celebrated paradise and we want you should come there. Wir haben im Paradies eine große Feier und wir wollen, dass du dort auch zu uns kommst. I ask, are you making this celebration in paradise? Und ich fragte, macht ihr diese Feier im Paradies? They said, no, this is God order actually. Und sie sagten, nein, das ist auf Gottes Geheiß, auf Gottes Befehl. So I was prepared with golden and heavenly being. Und ich war also vorbereitet mit den goldenen und himmlischen Wesen. And they let me sit down on their throne. Und sie ließen mich auf ihrem Thron sitzen. And they were the most welcome in Archangel world in paradise. Und sie hießen mich alle anderen Wesen aus der Erzengelwelt hießen mich willkommen. I don't want to proud myself actually. Ich möchte nicht zu viel Ruhm über mich schütten. But God's order was that all angel creation and all archangels should bow before Zahid. Doch alle Gottes Befehl war, dass alle Engel, Erzengel und alle anderen Engel sich vor Zahid verbeugen. And they bow. Und sie verbeugten sich auch. So they bow victory over love actually. Sie verbeugten sich also vor dem Sieg über die Liebe. It mean? Und das bedeutet, 21. Century will be, das 21. Jahrhundert wird now direct to deal with God actually. Genau dafür sein, dass Gott direkt mit der Menschheit arbeitet. Not through angel. Nicht durch die Engel. So when I went over there, they bow before me. Also als ich dorthin ging, verbeugten sie sich vor mir. And this celebration was taken in Archangel highest capital of paradise. Und diese Feier wurde vollzogen im allerhöchsten, in der allerhöchsten Dimension der Erzengelbereiche im Paradies. After this, und danach, genau danach kommt, the way to the truth is complete. Ist der Weg zur Wahrheit vollendet. After this, und danach, from horizontal, von
kommt man von der horizontalen Ebene. We are turning vertical to God, actually. Drehen wir uns vertikal zu Gott. One question was in my heart. Und eine Frage war in meinem Herzen. Very less human being knows. Sehr wenige Menschen, die kennen uns. If I see the world population. Wenn ich also die ganze, wenn ich das die ganze Welt, die ganze Population der Menschheit betrachte. But golden and blue, male and female, who are really son and daughter of God. Aber die goldenen und blauen Wesen, die die wirklichen Söhne und Töchter Gottes sind, they shared with me one message. Sie haben mit mir eine Nachricht geteilt. You care about this world? Interessierst du dich für diese Welt? Or you care what God declaring in this time actually? Oder interessierst du dich dafür, was Gott in dieser Zeit verkündet? I say, for me, God is everything, so I keep my face to God. Und ich sagte, für mich ist Gott alles, deswegen halte ich mein Gesicht Richtung Gott. Then they say, this world. Und dann sagten sie, diese Welt. Now their destination is to pass. Jetzt ist ihre Bestimmung vorbei zu sein. These people. Diese Leute, die hier jetzt leben. Who ignore God. Die Gott ignorieren. They are part of the past. Sie sind Teil der Vergangenheit. God saying this thing. Und wer sagt das? Gott sagt das. They are living today. Sie leben zwar heute, but from God point of view, aber von Gottes Standpunkt aus, they are past already. Sind sie schon vorbei. It mean, das bedeutet, when God says something, wenn Gott etwas sagt, it already happened. Dann ist es bereits passiert. And one thing was in my life, I did not care any tendency about worldly. Und eine Sache, die war immer in meinem Leben, und zwar, ich habe mich nie für die Tendenzen dieser Welt interessiert. What religion will say. Was die was werden die Religionen sagen? What mankind will say. Was wird die Menschheit sagen? What scholar world will say. Was wird die Welt der Gelehrten sagen? And what? Und was wird der und was wird die sagen? I just kept my face. Ich habe einfach mein Gesicht toward God. Richtung Gott gehalten. And today I'm very much blessed. Und heute bin ich sehr gesegnet. That first time. Das zum ersten Mal. In human history. In der menschlichen Geschichte. Things have been ordered. Die Dinge in die richtige Ordnung gekommen sind. Angel will never judge from now on human creation. Die Engel werden von jetzt an nicht mehr die menschliche Schöpfung richten. Angel will not decide the destination of hell. Die Engel werden nicht mehr die Bestimmung in die Hölle entscheiden. Or middle dimension. Oder in die mittleren Dimensionen. Or neutral dimension. Oder die neutralen Dimensionen. Or paradise. Oder ins Paradies. This new human era, 21st century. Diese neue menschliche Ära im 21. Jahrhundert. I will record it everything now, angel book. In der, das werde ich jetzt alles in diesem Engelbuch aufzeichnen. And this will be the future. Und das wird die Zukunft sein. How angels live? Wie wir, das uns beantwortet, wie leben die Engel? How you complete your way for truth? Wie vollendet ihr euren Weg für die Wahrheit? How you are prepare yourself to meet God again. Wie bereitet ihr euch selber vor, zu Gott zu reisen? That's what God declared, that's what heaven. Das ist, was Gott verkündet und das ist, was die Himmel verkünden. So I was entering in archangel world. Und so habe ich die Erzengelwelt betreten. And everything was prepared such a wonderful that my eyes don't know which direction shall I look at. Und alles war dort so vorbereitet, dass meine Augen sich nicht entscheiden konnten, wo sie hinschauen sollen. And then throne of heaven of blue being and golden being are with me. Und dann war der Thron der blauen und der goldenen Himmel mit mir. When I landed. Und als ich dort landete. They bow me.
Haben Sie sich von mir verbeugt? And they sing a song that new human era began with God. Und sie sangen ein Lied, das die neue menschliche Ära mit Gott begonnen hat. It means, und das bedeutet, we cannot look at this mankind, wir können nicht auf diese Menschheit schauen and talk about future. Und dann über die Zukunft reden. From now on, God, heaven don't want this thing. Von jetzt an möchte der Himmel das nicht mehr. That we look at this human being, dass wir auf diese Menschen schauen. And we make our decisions. Und wir von da aus dann unsere Entscheidung treffen. From now on, von jetzt an. Our role model will be God. Ist unser Vorbild Gott. And God's son and daughter. Und Gottes Söhne und Töchter. Prince and princess. Seine Prinzen und Prinzessinnen. From golden. Aus dem goldenen. And blue heavens actually. Und blauen Himmeln. So, what gonna be happen now? Was wird also jetzt mit uns passieren? Who gonna rule us actually? Wer wird über uns regieren? Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? God's son and daughter, who are God loved them with whole heart, they gonna come and take over the angel creation. Gottes Söhne und Töchter, die Gott aus ihrem ganzen Herzen lieben, die werden jetzt kommen und die werden take over angel creation. Die Engelschöpfung übernehmen. And there's one more thing declared in heaven. Und es wurde noch eine Sache in den Himmeln verkündet. Angel creation now will receive merit to go to direct dominion of golden and blue heaven. Die Engelschöpfung wird jetzt im Verdienst erhalten, direkt in die goldenen und blauen Schöpfungen reisen zu können. What they have done and service for mankind. Was sie jetzt für den Service und den Dienst, den sie der Menschheit bisher gegeben haben. Wegen dem. There was very overwhelming love actually. Und sie waren sehr überwältigt in Liebe. Every angel want to kiss me actually. Jeder Engel wollte mich küssen. That this, how is it, Belastung? Dass diese Belastung, which they were suffering because of mankind, unter der sie gelitten haben wegen der Menschheit, is over. Jetzt vorbei ist. And they want to go direct. Und sie wollten jetzt direkt in blue and golden. In die blauen und goldenen Himmel gehen. So in this case, und in diesem Fall, angel creation say we love you after God. Hat die Engelschöpfung gesagt, wir lieben dich nach Gott. So I make them happy. Und ich habe sogar sie glücklich gemacht. But something which I want to reveal today. Aber etwas, was ich heute noch euch offenbaren möchte. Which God asked I could reveal actually. Was Gott gefragt hat, was ich offenbaren soll. Before human creation. Vor der menschlichen Schöpfung. Human creation was not created at that time. Da war die menschliche Schöpfung noch nicht erschaffen zu dieser Zeit. There was a one debate in heaven. Gab es eine Debatte in den Himmeln? Between God and Lucifer. Zwischen Gott und Lucifer. And this debate was. Und diese Debatte ging darüber. Victory of everything. How you say? Der Sieg über alles. In English, victory. Victory over everything. Victory over everything. Die Debatte hieß der Sieg über alles. And this debate. Und diese Debatte. Angel. Dort haben die Engel. Make a debate and Lucifer was representing angel creation. Eine Debatte gehalten und Lucifer hat die Fraktion der Engel repräsentiert. And debate with God. Und auch die Debatte über Gott. And what was the debate? Und worüber ging die Debatte inhaltlich? If God should create human creation or not. Um die Frage, ob Gott die menschliche Schöpfung erschaffen soll oder nicht. This was the debate. Und das war die Debatte. And human creation was not existing actually. Und zu diesem Zeitpunkt existierte die menschliche Schöpfung noch gar nicht.
And there was a debate going on between. Und dort ging auch eine Debatte vor sich über Angel and with God. Über die Engel mit Gott. What Lucifer point of view was? Lucifers Ansicht zu dieser Sache war: God, I'm ready to do everything. You can create million creation. Gott, ich bin bereit, alles zu tun. Du kannst Millionen von verschiedenen Schöpfungen erschaffen. My love belong to you. Meine Liebe gehört zu dir. But before you create human creation, aber bevor du die menschliche Schöpfung erschaffst, I want to see only one thing. Möchte ich nur eine Sache sehen. If love over value of all actually. Ob der Wert der Liebe über allem anderen wirklich steht. This I want to see in human creation. Das möchte ich in der menschlichen Schöpfung sehen. If this value of love over all I see in this creation, you can create. I'm agree with you. Wenn dieser Wert der Liebe über alles anderem in dieser Schöpfung steht, dann bin ich mit dir einverstanden. Dann kannst du diese Schöpfung erschaffen. And God was saying, und Gott sagte, this new human creation, diese neue menschliche Schöpfung, I know more than any creation. Die kenne ich mehr als irgendeine andere Schöpfung. That's what God was saying. Das ist, was Gott gesagt hat. This was the debate. Das war die Debatte zu dieser Zeit. And angels say, und die Engel sagten, and the Lucifer, und auch Lucifer, if you know what we don't know. Wenn ihr wisst, was wir nicht wissen. If you know, they were saying to God. Sie sagten damals zu Gott, wenn du etwas weißt. What we don't know. Was wir nicht wissen. We will surrender. Dann werden wir uns ergeben. But if we, what we say, that they will not come to know love over value of everything. Aber wenn das sich bewahrheitet, was wir sagen, dass sie nicht kennenlernen, dass der die Liebe über allem anderen steht und das sich nicht realisieren. We will not bow this creation. Dann werden wir uns nicht vor dieser Schöpfung verbeugen. We will not serve them. Dann werden wir ihnen nicht dienen. We will see this creation creating pain and suffering for us. Wir werden sehen, wie diese Schöpfung Schmerz und Leid für uns erschafft. This was the debate. Das war die Debatte damals. And God said, I'm angry with you. Und Gott sagte, ich bin einverstanden mit euch. And in this debate, und in dieser Debatte, who win? God? Wer hat da gewonnen, Gott Lucifer, Angel. Oder Lucifer, die Engel? Give me the answer, please. Gib mir die Antwort bitte. Before we move further. Bevor wir weitergehen. I never been in any university, but I been in God University. Ich war nie in irgendeiner Universität, aber ich war in Gottes Universität. God is my teacher. Gott ist mein Lehrer. God is my everything. Gott ist mein alles. So, tell me in this debate, who lost and who win? Sagt mir also in dieser Debatte, wer hat gewonnen und wer hat verloren? Until this present. Bis zu dieser gegenwärtigen Zeit jetzt. Little bit, you open your mic. I'd like to hear. How you see this thing. Bitte Gott hat gewonnen und die Engel und Lucifer. Yeah. Bitte öffnet eure Mikrofone und gebt mir die Antwort auf diese Frage. Who win this debate before God was thinking to create this human creation? Wer hat diese Debatte gewonnen, bevor Gott sich gedacht hat, diese Schöpfung zu erschaffen? This debate took place before human creation. Diese Debatte fand ja schon vor der menschlichen Schöpfung statt. So now. I think the angel won. Hmm? I think that the angel won the debate because they were right until actually now, this day. Felix hat gesagt, ich denke, die Engel haben gewonnen, denn sie haben bis jetzt zu diesem Zeitpunkt recht gehabt. The Lucifer Sander. Won the debate previously, but now the things and scenarios have changed. Sander? Ja, Sander, und jetzt du? Ja, Gott hat gewonnen und die Engel nicht, weil jetzt hat sich's ja ergeben. Jetzt hat Gott gewonnen. Ne? Okay. Gott hat gesagt,
Okay, I got it. Ich He said God won because now everything has changed. Somebody else? Yeah, she was. Noch jemand anderes, Heike? Alle haben gewonnen. Was? Alle haben gewonnen. Die Bösen, die Engel, die Bösen, die Menschen und Gott auch. Okay, danke schön. Who else, please? Wer noch? We don't hear their opinion. Yeah. They just tell what they. Genau, ihr sollt einfach eure Meinung sagen und der hören wir zu. Who else, please? Wer noch? Ja, Hartmut. Also für mich sieht es so wie ein Pferderennen aus, wo erst die Engel in Führung gegangen sind und jetzt zum Schluss Gott sie überrundet und vorne ist. Das ist eine ähnliche Sichtweise, wie Felix das geschildert hat. Okay, danke schön. Okay, danke. Also für mich hat eindeutig Gott gewonnen, weil Gott hat ja das vorher alles schon gewusst, was die nicht gewusst haben. Und das hat sich ja jetzt mit dem heutigen Tag ja wieder richtig gestellt. Also das, was er damals schon gewusst hat, ist hiermit erfüllt. Das ist die Eva. Eva. Ja. Okay. Ich habe noch eine neue Idee. Man könnte das auch sehen, dass die Menschheit gewonnen hat. Also sie hat etwas bekommen durch Saids Durchhaltevermögen, ja, bei der Mission zu bleiben. Wir müssen also Said dankbar sein für sein Durchhaltevermögen, denn sonst wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Sonst hätte die Menschheit dieses Blessing gar nicht bekommen. Also hat auch die Menschheit dadurch gewonnen, indem sie jetzt den direkten Kontakt mit Gott hat, in dieser Schritt vollzogen werden konnte. Dankeschön. Die haben sehr komplexe Ideen. Okay. Ich will auch noch was sagen. Also die Frage nochmal an alle war nicht, was heute ist, was morgen ist, was sich zugetragen hat. Ja. Die Frage war, ja, was war damals Punkt XY in der Vergangenheit, als es die Menschheit nicht gab. That's right. Da gab es eine Debatte zwischen Gott und den Engeln. Nicht heute, nicht morgen. Und die Frage war, wer hat gewonnen und wer hat den Kürzeren gezogen? Debate going on before you. Ja, Christiane. Und am damaligen Zeitpunkt würde ich sagen, ja, könnten eventuell die Engel das Rennen gemacht haben. Debate was before. Argumentativ. Es geht nur um den verbalen Schlagabtausch mit Argumenten. Damals. Aha. Okay. Christiane said, not tomorrow, not today, but in the past at this time. Yeah, because everyone gave... When human creation was not there. Als die menschliche Schöpfung nicht da war. Don't forget this. Vergesst das bitte nicht. Next, please. Ja, nächster, Christian. Ich finde, man merkt so auf der Straße auch, dass so eine Unklarheit herrscht, aber gleichzeitig auch so ein tiefer liegender Frieden. Also ich fühle mich da nicht wohl. Und dann sind aber die ganzen, die immer so schnell vorbeirennen und vorbeirushen. Diese Hektik, diese Globalisierung ist auch noch da, aber irgendwie die Verwirrten, die sind schon, die warten und merken, irgendwas ist passiert. Und das ist eigentlich wir mit Gott, die im Untergrund durchgekommen sind. Aber jetzt die Antwort auf die Frage, wer hat damals zu diesem Zeitpunkt okay, gewonnen? Somebody else, but for only. Ja? Somebody else, please, I want to hear him. Helmut. Die Argumentation war auf beiden Seiten, sowohl von Gottes Seite als auch von den Engeln und von Luzifer, eigentlich hervorragend. Aber wie gesagt, später hat sich dann halt bewahrheitet, also wurde es offensichtlich durch den Sieg von Said und auch durch seine extreme Liebe, dass die Liebe über allem, also ja, nicht über Gott selbst, aber das Wichtigste ist. Alles klar, danke. Danke, Helmut. Ich würde sagen, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Ja, bitte. Ja. Also ich würde sagen, Luzifer und die Engel haben damals gewonnen, weil die Argumente, die sie gebracht haben,
sind ja alle eingetreten. Sie haben ja, die Menschheit hat ja wirklich Unfrieden gebracht und hat den auch Unfrieden zwischen Gott und den Engeln gebracht. Also alles, was sie gesagt haben, ist eingetreten. Dankeschön. Dankeschön, Silke. Somebody else? Ich möchte sagen, dass Gott gewonnen hat, denn er hat sich über alle hinweggesetzt und hat die Menschheit dennoch, trotz all der Argumente, erschaffen. Okay, Dankeschön. Ja. Dankeschön. Somebody else? Noch jemand? Aber es ist... Somebody else? Jawohl. Dieter. Die Liebe hat gewonnen. Love has won. Dankeschön. Danke, Dieter. Dieter. Somebody else? No. I want to know, actually, because then it tell about your growth, actually. Ich möchte eure Antwort hören, denn das sagt mir was über euer Wachstum, geistiges. Yes. Also, ich habe die ganzen Antworten gehört und das Einzige, was mein Herz sagt, ist, God has won. Sie sagt, who, Gott hat gewonnen. Who this? Tara. Tara. Tara, ah ja, okay. Dankeschön, Tara. Dankeschön, Tara. Who, somebody else? Noch jemand? Yes? Ja, bitte. Who was saying, Lucifer and Angel? Wer hat gesagt, Lucifer und die Engel haben gewonnen? I said, Hazur, that Lucifer and Angel win, but now the scenario has different after you gave us the teaching. Now, no, nicht. Only answer I need. Ich will jetzt nur die Antwort hören. Yes. Wer hat gesagt? I did. Okay. I did. One, two. Eins, zwei, drei. Alle Hände hoch, die gesagt haben, Lucifer hat gewonnen. Four. Felix won the first. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, noch jemand, sieben, acht. Okay, acht Leute habe ich jetzt gesehen, ja. Everybody else gave different answers. Jeder hat noch eine andere Antwort gegeben. Gerti oder bei euch hat sich immer noch gemeldet? Nee, okay. Also auch okay. Leute. And what was the answer from the last person? Die Liebe hat gewonnen und Gott hat gewonnen. Okay, okay. Let's listen what God says. Lasst uns jetzt zuhören, was Gott sagt. Because later in paradise God came. Denn später im Paradies kam Gott. So after singing the song and the heavenly being was there. Nachdem also dieses Lied gesungen wurde und die himmlischen Wesen dort waren, finally God came. Kam dann am Ende Gott. And he declared today is a holiday, will be in the future mankind. Und sagte, heute wird ein Feiertag sein, auch in der Zukunft der Menschheit. Victory over everything. Der Sieg über alles. Victory over value. Der Sieg des Wertes der Liebe über alles. Yes. So before I say a few sentences. Bevor ich jetzt also ein paar Sätze sage. God came. Kam Gott. And God was showing us. Und Gott zeigte uns. He took us everybody in the past. Er nahm jeden von uns mit in die Vergangenheit. When mankind was not created. Als die Menschheit noch nicht erschaffen wurde. We all saw this. How the debate was going on. Und wir alle sahen, wie damals diese Debatte vonstatten ging. Between angel creation, Lucifer and God. Zwischen der Engelschöpfung, Lucifer und Gott. While I was watching this debate, während ich diese Debatte beobachtete, I came to know, da habe ich herausgefunden, the universal truth is not belong to anybody. Dass die universelle Wahrheit, die gehört zu niemandem. It belongs to this universal God. Die gehört zu diesem universellen Gott. What religion claim that we have the truth? Was die Religion behaupten, dass sie die Wahrheit besäßen. This is not the truth. Das ist nicht die Wahrheit.
this water is not moving. Das ist Wasser, was sich nicht mehr bewegt. And is giving bad smell. Und das gibt einen schlechten Geruch von sich. When I saw all the debate between God and angel and Lucifer, als ich all die Debatten über Gott, die Engel und Lucifer sah, I only have to cry. Da konnte ich nur noch weinen. After God brought us from past again in the present. Danach brachte uns Gott von der Vergangenheit wieder in die Gegenwart. And God says, und Gott sagte, this debate before human creation, diese Debatte vor der Menschheit, is so much time past. Da ist schon so viel Zeit vorüber. We cannot account. Das können wir nicht zählen. I think, can we close this? Yeah. No, I can. Ich mach's so. Okay. Ich mach's. Because I have to make other side. And behind you. Yeah. Gleich geht's weiter nach diesem Werbespot. Okay. God asked me to stand up. Gott sagte mir, bat mich, dass ich aufstehen sollte. I stand up. Ich stand auf. God said what you say. Und Gott sagte, was sagst du? Angel and Lucifer win or I win? Haben Engel oder Lucifer gewonnen oder habe ich gewonnen? My spirit was shaking. Und mein Geist, der zitterte, bebte. I was speechless. Ich war sprachlos. And I asked God, und ich fragte Gott, if you forgive me because I don't want to share anything. Vergib mir bitte, denn ich möchte nichts teilen von dem. God said, but still I want to hear you. Aber Gott sagte, immer noch möchte ich hören, was du dazu zu sagen hast, Sahid. I said, God, as a boy I came to know you. Ich sagte, Gott, als Kind habe ich dich bereits kennengelernt. All my life I went billion university of paradise. Ich bin mein ganzes Leben in Millionen Universitäten des Paradieses gegangen. But I came to know. Aber was ich herausgefunden habe, ist, truth is very painful. Dass die Wahrheit sehr schmerzhaft ist. But love can heal. Aber die Liebe kann heilen. So if you wanna know, then truth is, Lucifer win this debate. Wenn du also die Wahrheit wissen möchtest von mir, dann hat Lucifer diese Debatte gewonnen. Wer ist der Felix hier? Wo ist Felix? Und hier. Felix ist da. God stood up. Gott stand auf. And he says, und er sagte, this is the voice of my heart. Das ist die Stimme meines Herzens. And this is the whole truth. Und das ist die ganze Wahrheit. Lucifer and angel win this debate. Lucifer und die Engel haben diese Debatte gewonnen. This story, diese Geschichte, will be the first story, wird die erste Geschichte sein. Because I cannot tell you everything, otherwise I need many, many hours. Denn ich kann euch nicht alles, jedes Detail dieser Geschichte erzählen, sonst würde ich viele, viele Stunden brauchen. But this story will be recorded, first story in the angel book. Aber diese Geschichte wird als erste Geschichte in den Engelbüchern in dem Buch über die Engel aufgenommen. So God declared, Gott hat alles verkündet. Lucifer and angel will win. Dass Lucifer und die Engel gewonnen haben. That's why. Und deshalb. They could rule mankind until now. Konnten sie die Menschheit bis jetzt regieren. Because. Weil. Mankind. Love over victory. Weil. Love over everything is not win actually. Weil die Menschheits Liebe über alles Liebe. Sieg über die Liebe über alles. Weil die Liebe der Menschheit nicht vermochte, über alles zu siegen. Yes.
So God is a fair God. Das heißt, Gott ist also ein fairer Gott. God don't need respect. Gott braucht keinen Respekt. God want to live with us in love. Gott möchte mit uns in Liebe leben. In truth. Und in Wahrheit. But truth. Aber Wahrheit. Doesn't go too far in heaven. Actually. Geht nicht zu weit in den Himmel. So God declared that Lucifer, an angel, was ruling mankind because they win. Und deswegen hat Gott verkündet, dass Lucifer und die Engel die Menschheit regiert haben, weil sie gewonnen haben. So who was saying first? Felix. Wer hat das also zuerst gesagt? Felix. Amazing. God bless Felix. Who else? Unglaublich, ja. Gott segne Felix. Who was else? Wer noch? Simon. Der Simon. God I was also. God awesome. Bless. Chatter, yes. God bless Simon. God bless Simon. Chatter will get only 50% because Chatter will get only 50%. Because he was saying und, yeah. Why? Because he said and, he make very long sentence. Who else? Wer noch? Silke. Silke, ja. Silke was saying, Silke. Silke hat auch Silke gesagt. Was saying, God bless Silke. Gott segne Silke. Who else was saying? Wer noch? Der Stefan hat sich gemeldet. God bless. And who else was it? Mama hat sich gemeldet. God bless her. Und Gott segne, ich habe mich auch gemeldet. God bless her with the Archangel Michael. Und Gott segne sie mit Erzengel Michael. Michael. Hartmut hat indirekt gesagt. Er hat ein Pferde gerannt. Ja, er hat ein Pferderennen gemacht. Ja, das ist richtig. So, it means. Das bedeutet. Human era going now right direction. Actually. Menschliche Ära geht jetzt in die richtige Richtung. Right direction. In die richtige Richtung. And we will come to know now God more deeper and deeper. Und wir werden Gott jetzt tiefer und tiefer kennenlernen. Angel today, this morning was so happy. Und die Engel heute Morgen waren so glücklich. That God's son and daughter will come and teach angel creation. Dass Gottes Söhne und Töchter jetzt kommen werden und die Engelschöpfung belehren werden. Today angel creation is liberated. Heute ist die Engelschöpfung befreit. They was not happy. All the way. Sie waren aber nicht auf They was not happy all the way to deal with mankind. Die Engelschöpfung waren nicht damit glücklich, sich um die Menschheit zu kümmern. They took a responsibility. Sie nahmen zwar die Verantwortung auf sich. They win this debate. Sie haben diese Debatte gewonnen. But actually they lost it. Aber eigentlich haben sie verloren. Because they have to pay so many prices. Weil sie so viele Preise bezahlen mussten. So. Und deshalb. God said, today is 23. Heute ist der 23. Jahr. God bless this day as a holiday. Gott segne diesen Tag als einen gesegneten Tag. How many holidays, Elisabeth, we have now? Wie viele Feiertage haben wir jetzt, Elisabeth? Der 4. und 5. April, der 8. April, der 23.7. Naja, und später dein Geburtstag, ne? Ja, wie viele sind das an der Zahl? Mein Geburtstag, I cannot say. Zu meinem Geburtstag können wir nicht sagen, dass das... okay, aber vier sind es jetzt. Sorry, actually. Das tut mir sehr leid. Hier. Du machst falsche Werbung für mich. Du machst falsche Werbung. Yes. If God will say, then we will think. Wenn Gott sagt, dass mein Geburtstag am Feiertag ist, dann werden wir drüber nachdenken. Yeah, but it doesn't count. Okay. Aber der zählt jetzt nicht. Yes. So how many is? Wie viele Feiertage haben wir, Elisabeth? Four. Vier. Vier. But I bet with you until I go. Aber ich wette mit dir, bis ich gehe. We have gonna have more holidays than Christian or Muslim or anybody else. Wenn wir mehr Feiertage als die Muslime, die Christen oder irgendeine von denen haben. Yes, because until now time is not over. Actually. Weil bis jetzt ist die Zeit noch nicht vorbei. Because I look young. Weil ich sehe immer noch jung aus. I look handsome. Ich bin immer noch wunderschön. I am so much sportlich. Ich bin so sportlich. I am so active. Ich bin so aktiv. And I refuse to die. Und ich wehre mich dagegen zu sterben. And now something special, Marion find one tea. Und jetzt etwas Besonderes, Marion hat einen Tee gefunden. Ne? Marion is here? Ist Marion hier? Ja, yeah, Marion is here. Yeah. Mario went until China. Marion ist bis nach China gegangen. To get one tea. Um einen Tee zu bekommen. And this tea is written
Und auf diesem Tee steht geschrieben: Unsterblich. Unsterblichkeitstee. Ja. Honestly. Ja, ganz ehrlich. And it's produced by Korea. Ja, und ist gemacht von Koreanern. Nee, Koreaner produced this. Aber die Koreaner produzieren das. It's written, never, you never die. Da steht geschrieben, du wirst nie sterben. Or at least you're gonna be 150 years. Zumindest wirst du 150 Jahre alt. And now Marion giving me this tea every hour, you know. Und jetzt gibt Marion mir diesen Tee jede Stunde. So I can live so long as I can. Damit ich so lange wie ich kann leben kann. So, with the help of God, at least 100 books I gonna be recorded for mankind. Mit der Hilfe Gottes werde ich also über 100 Bücher aufnehmen. For that mankind, when parents die, what they leave behind? Wenn Eltern sterben, was lassen die da hinter sich? Motorcycle. Ein Motorrad. Haus. Ein Haus. And children are fighting for the inheritance. Und die Kinder kämpfen um das Erbe. Fighting. Die kämpfen um das Erbe. What I will get out. Sie sagen immer, ach, was werde ich rausbekommen? What I gonna leave inheritance? Aber was werde ich an Erbe zurücklassen? God. Gott. I have so much inheritance for 21st century for God. Ich habe so viel Erbe aus dem 21. Jahrhundert für Gott. That God says, dass Gott mankind sagt, don't need to look any place. They have to come to know those books and they can meet me. Die Menschheit muss sich irgendwo anders hinschauen, sondern die müssen nur meine Bücher kennenlernen. And amazing. Und unglaublich. Last time I heard from Atar. Letztes Mal habe ich von Atar gehört. When I was giving Indian lecture. Als ich den Indern einen Vortrag gegeben habe. How long he is, but he saw that God was in the blue sky. Wie lange es her war, Atar hat auf jeden Fall gesehen, dass... Nein, Atar, not Indian, among of one. Einer von den Indern hat gesehen, dass... New member. Von den neuen Mitgliedern. How Omar, how long is in the mission? Wie lange ist Omar schon in der Mission? Recently, so recently. He just come recently. Er kam erst kürzlich. And he say, I want to share direct to Messiah. Und er sagte, er möchte das direkt mit dem Messias teilen. He saw God standing in the blue sky. Er sah Gott im blauen Himmel stehen. Then slowly, slowly he uplifted. And he went near God. Und Stück für Stück ist er weiter hochgehoben und ist dann in die Nähe von Gott gekommen. And God was looking at him. Und Gott sah ihn an. Atta, you remember? So you can share. Atta, erinnerst du dich dran? Dann kannst du es auch tun. Yes, I remember. Yes. He is one of our very new member. Er ist einer unserer sehr neuen Mitglieder. And he was reading the book of Messiah most of his time during the day and nights. Und er hat die Bücher des Messias gelesen, und zwar die meiste Zeit seines Tages und der Nacht. His heart was very touched and he wanted to meet God. Sein Herz war sehr berührt und er wollte Gott unbedingt treffen. So one night after the prayer of 2 o'clock. Und eines Nachts nach dem Gebet um 2 Uhr nachts. He fell asleep and he had a dream. Ist er eingeschlafen und er hatte einen Traum. That he's flying in the sky. Dass er im Himmel flog. And he saw Heavenly Father standing in the blue sky. Und er sah den himmlischen Vater im blauen Himmel stehen. Mm. He wanted to fly more closer to God. Und er wollte noch näher zu Gott fliegen. So he can see his face much more clearly. Wow. Damit er sein Gesicht viel klarer sehen konnte. As soon he came closer to Heavenly Father. Sobald er den himmlischen Vater näher kam. He could see his face so much clearly. Konnte er sein Gesicht so klar sehen. Each and every details of his face he could have see with the grace of Heavenly Father. Jedes Detail seines Gesichtes konnte er auch vom himmlischen Vater erkennen. And Heavenly Father looked at him and he smiled. Und der himmlische Vater schaute ihn an und lächelte. And there's so much more details he has written in the experience, but he was the most happiest day of his life. Er hat so viele mehr Dinge über diese Erfahrung geschrieben, aber er war die allerglücklichste Person in seinem ganz Leben. Just new member. Ein ganz neues Mitglied. A new generation is coming. Und eine neue Generation kommt. How much they will meet God first days. Wie sehr sie Gott kennenlernen werden an ihren ersten Tagen. And I saw the future. Und ich habe die Zukunft gesehen. Christian
new generation was saying to their parent, die neue Generation der Christen haben zu ihren Eltern gesagt, Mama, why Jesus on cross? Mama, warum ist Jesus am Kreuz? They say because he died for us. Und sie sagten dann, weil er für uns gestorben ist. But Mama, last night I saw this God which Messiah is explaining in my life. Aber Mama, letzte Nacht habe ich in meinen Träumen gesehen, diesen Gott, den dieser Messias in sein Leben, also Zahid Khan, erklärt. Because front of their God house is God picture. Weil vor Gottes Haus, vor unseren Gotteshäusern, ist Gottes Bild. This was our symbol. Das war unser Symbol. Mama, this God came in my last night to me. Und sie sagt, Mama, dieser Gott, der kam in meine Träume letzte Nacht. And Christian was saying, this was devil, this was devil. Und die Christen sagen, nein, das war der Teufel, das war der Teufel. He said, no, Mama. Sie sagte aber, nein, Mama. Last night I received such a love which I never received from you. Either. Letzte Nacht habe ich solch eine Liebe erhalten, die ich nie von dir bekommen habe. So this cannot be devil. Das kann also nicht der Teufel sein. And God said to me, I will come again. Und Gott sagt zu mir, ich werde wiederkommen. Why Jesus could not come in my life again? Warum konnte Jesus nicht in mein Leben? I never saw him actually. Ich habe nie ihn gesehen. That's the way humanity will change. Und so wird sich dann die Menschheit ändern. What Christian did? Und was haben die Christen getan? They were burning our seminar centers. Die Christen haben angefangen, unser Seminarzentrum anzuzünden. But they gonna win? Aber werden sie gewinnen? No. Nein. They can more they gonna burn more fire of love gonna be rising. Je mehr sie versuchen das zu verbrennen, desto mehr wird sich das Feuer der Liebe erheben. Why? Warum? Because my teaching is already all over the world. Weil meine Lehre ist bereits überall auf der Welt. Yes. So this circle gonna become bigger. Das heißt, dieser Kreis wird noch größer. And finally. Und schließlich. Man God was loving God. Wird die Menschheit Gott lieben. And even many times they have forgotten me. Und selbst viele Male haben sie mich dann vergessen. And when they were meeting again and again God. Und als sie wieder und wieder Gott trafen. God showed them I was sitting beside God actually. Zeigt ihnen Gott, dass ich neben Gott sah. And God was saying, love him too because he is your father. Und Gott sagte, liebt ihn auch, denn er ist euer Vater. Then they came to know. Und dann haben sie das herausgefunden. The kingdom of God did not came like this. Dass das Königreich Gottes nicht so kam. It took long process actually. Das ist, hat einen langen Prozess gebraucht. So last night. Das heißt also letzte Nacht. When God declared this, that Angel and Lucifer was winning. Als Gott das verkündete, dass Lucifer und die Engel gewonnen haben. All angel creation was crying like a sobbing. Haben alle Engelschöpfung so geweint und geheult, so schlimm. Ask God forgiveness. Sie haben Gott nach Vergebung gefragt. And Lucifer was crying in the forest. Und Lucifer hat im Wald geweint. God asked, I ask forgiveness. Er sagte, Lucifer, ich frage nach Vergebung. Ich bitte um Vergebung. We win, but we lost real actually. Wir haben zwar gewonnen, aber wir haben eigentlich wirklich verloren. And Dietelm is right. Und Dietelm hat recht. That finally love has been. Schließlich hat die Liebe gewonnen. In question of time. Mit der, das war nur eine Frage der Zeit. So now paradise will be open 24 hours for the future children of God and for you. How many times you wanna go make admission in universities, you welcome there. Und jetzt sind 24 Stunden am Tag die Paradiese für die Kinder Gottes für euch offen. Und immer wenn ihr in die Universitäten reingelangen wollt, werdet ihr dort die Erlaubnis erhalten, reinzukommen. You need only one university degree. Ihr braucht nur einen Universitätsabschluss. Victory over. Der Sieg der Liebe über alles. This will be qualification. Das, victory, das wird die Qualität. Victory over. Der Sieg der Liebe über alles. In English, victory. Victory of love over everything. This is the only qualification. Das ist die einzige Qualifikation. This will be university degree for you. Das wird das Universitätsabschlusszeugnis für euch. You can go anytime now in paradise. Und jetzt könnt ihr jederzeit ins Paradies. Because Daniel said. Denn auch Daniel, der Prophet Daniel, sagte. I have seen one man. Ich habe einen Mann gesehen. He was in the cloud. Er war in den Wolken. And he win over angel. Und er hat über die Engel gewonnen.
this human being, diese Menschen, today sitting with you as a ordinary way, die sitzen heute ganz normal mit euch. Ordinary way. Ganz normal. Future I will be not ordinary. Aber in Zukunft werde ich nicht normal sein. Future billion people will wish. In Zukunft werden sich Millionen Menschen wünschen. I wish if I would live in his time. Sie sagten, werden sagen, ah, ich wünschte, ich hätte in seiner Zeit gelebt. So? Und so? I have opened the door for young generation. Habe ich die Tür für die junge Generation geöffnet? I have opened the door for you. Habe ich die Tür für euch geöffnet? There will be no instruction. Es wird keine Anleitung geben. Only? Nur? Your qualification is victory over? Eure Qualifikation ist der Sieg der Liebe über alles. Nothing more. Nichts mehr. But today most happy news what angel got it. Aber heute ist die glücklichste Nachricht, die die Engel bekommen haben. From now on, heaven door are open for angels. Von jetzt an sind die Türen der Himmel offen für die Engel. And they want also long time billionaire, they are waiting to go in heaven. Und jetzt warten sie auch seit einer langen Zeit, Milliarden von Jahren, auch in die Himmel zu gelangen. This story is very complicated. Diese Geschichte ist sehr kompliziert. I need to have these pieces together. And then I will put in the book. Actually. Ich muss erst all diese Teile richtig ordnen und dann werde ich sie in Buchform niederschreiben. Because after I went heaven, denn nachdem ich in den Himmel gegangen bin, Angel went, Archangel went with me. Sind die Engel und die Erzengel mit mir gegangen. And then we was with God. Und dann waren wir mit Gott. So there was a great celebration in heaven. Und dort gab es also dann eine große Feier in den Himmeln. But this will come detail. Und das wird dann im Detail kommen. This new book, Angel Creation and Misery of Mankind. Dieses neue Buch, die Engelschöpfung und das Elend der Menschheit. So I'm very happy today. Ich bin also sehr glücklich heute. I'm so happy. Ich bin sehr glücklich. End of my day. Dass am Ende meines Tages. I receive such a great victory of love. Actually. Ich solch einen großen Sieg der Liebe über die Menschheit erlangt habe. So. If you have question, please ask me. Wenn ihr also eine Frage habt, dann bitte fragt mich. Danke schön. Bitte schön. Hat jemand eine Frage? Ja, Dieter. Gibt es in der geistigen Welt auch Tiere? Are there also animals in spiritual world? Yes, we have a animal here. Ja, wir haben Tiere hier. But we have endless different form of animal in spiritual life. Aber wir haben auch endlose viele Formen der Tiere im geistigen Leben. And no animal die either. Und kein Tier stirbt letztendlich. I remember. Denn ich erinnere mich. There was a one dog Schäferhund. Ich kannte einmal einen Hund, einen Schäferhund. He was loving Christiane and Christiane was loving this. Er hat Christiane geliebt und Christiane hat den Schäferhund geliebt. This was, what was his name? Weigel. Weigel, yes, Weigel. Weigel war sein Name. And there was the other dog which was a... Mowgli. Mowgli, Rottweiler. Mowgli war sein Name, der Rottweiler. Nein, der Rottweiler hieß Toni. Toni, yes. Pumuckl, alles klar. For dogs, she has a lot of knowledge. You know? Ja, über Hunde hat sie sehr viel Wissen. Like I have knowledge of Bible, you know. So wie ich das Wissen über die Bibel habe. Yes. So, I was in the spiritual world and I made this dog of Christiane. Ich war also in der geistigen Welt. Ich habe diesen Hund von Christiane getroffen. And he came and he was kissing me all over. Er kam und er küsste mich überall. I say to Weigel, you was my enemy because every time Christiane say you attack me. Ich hab gesagt, du warst mein Feind, Weigel. Jedes Mal, als ich zu Christiane gekommen bin, hast versucht, mich anzugreifen. He said no, but I came to know you now. Aber er gesagt, nein, aber jetzt habe ich wirklich deinen Wert kennengelernt. So he was giving me telepathy. Und das hat er mir telepathisch gesagt. So no dog. Das heißt also kein Hund. No animal. Kein Tier. No fly. Keine Fliege. Nothing die. Nichts stirbt. Only take other place. Nur nimmt es eine andere Form, einen anderen Platz. According to their awareness. Gemäß ihrem Bewusstsein ein. But heavenly animals. Aber die himmlischen Tiere. Which are billion different shape. Die Milliarden von verschiedenen Formen haben.
They can speak actually. Die können sprechen. They can telepathy. Die können Telepathie haben. They know every language. Die wissen jede Sprache. If I write the book about this heavenly animal. Wenn ich ein Buch über diese himmlischen Tiere schreibe. I think I need also 12 Bände. Dann denke ich, da brauche ich auch 12 Bände. But I leave it here. Aber das lasse ich hier. But they are everything. No one die actually. Dort ist alles. Niemand stirbt. Also heavenly animal. This is forever also. Auch die himmlischen Tiere, das ist alles für immer. Yes. Ja. So, and this animal. Und diese Tiere. Like I saw yesterday. So wie ich auch gestern gesehen habe. Well, gestern? Yesterday? Gestern. I saw this one eagle, which was a bigger than many jumbo jet. Sah ich einen Adler, der größer als viele Jumbo Jets war. And there was like a million sun was shining. Und der hat geschienen wie Millionen von Sonnen. And I was saying, this is my eagle actually. Und ich habe gesagt, das ist mein Adler. And when I was calling him, und als ich ihn gerufen habe, he was coming on to me. Kam er zu mir. So God gave me so many gift. Gott gab mir also so viele Geschenke. Like a dinosaurier God gave me, where 1,200 people can sit down. So wie Dinosaurier, die Gott mir gegeben hat, da, wo sich 1,200 Leute draufsetzen konnten. Also Kasyana saw me, I was in paradise flying actually. Auch Kasyana hat mich gesehen, ich habe im Paradies geflogen. And there was a Rocky Mountain over. Und dort waren die Rocky Mountains, sowas ähnliches. She saw it. Das hat sie gesehen. And she came from backside. Und sie kam von hinten. And she was flying actually. Und sie flog. That's right. Ist das richtig, Kasyana? Or you can share this? Kannst du das teilen, Kasyana? Ja, ich habe dich in der geistigen Welt gesehen als riesigen Adler. Ach so, das heißt, dein Körper war wie der riesige, wie die Schwingen eines riesigen Adlers, aber dein Gesicht war dein Gesicht, dein Kopf. Mm. Ja? Und ich bin von hinten, von oben auf dich drauf geflogen und habe mich oben an deinen Schultern festgehalten. Mm. Und wir sind dann zusammen durch diese Rocky Mountains durchgeflogen, durch diese Täler. Mm. Ja. Das war meine, ja, schon vor Jahren, meine erste Reise mit dir. Mm. And now you saw the shark. Can you tell this thing? Kannst du jetzt erzählen, was du jetzt gesehen hast? Me in the shark, actually. Mich mit dem Hai? Ja. Yeah. Ich und dem Hai. Kannst du mir das erzählen, Christiane? They need it. Die brauchen das. Now you must help me. Which of this my was lady? Just now in the morning time. Das war jetzt morgens. And you saw the one shark is coming, but it's so big. Dass ein Hai kam, aber der war so groß. But this was I. Aber dieser Hai war ich. No, recently I did not saw this. Maybe I forget because I write so many. Just 2 weeks, 3 weeks ago? Yeah, no, vor 2-3 Wochen. Ago, no, 3 weeks ago I was in the paradise where the cradle of creation exists. You saw morning time that you saw me as a shark. Du hast mich morgens als ein Hai gesehen. Mich. Mich. And you saw behind of my back. Und hinter mir auf dem Rücken. There were two things, you know. Da waren zwei Sachen. And that's why I was saying you should write down this. Deswegen habe ich auch gesagt, du sollst das niederschreiben. You remember too? Yeah, I write everything down, but is it so much? I remember you. I remember you told this. Simon, you remember? What she was saying? Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich und ich habe auch sowas gesehen. Kann auch sein, dass ich das war. Nein, ja. Aber ich habe einmal gesehen, wo du, wo ich rausgeschwommen bin, von einem Schwimmerbereich, und Christiane und Gerti waren im Nichtschwimmerbereich geschwommen und du bist raus weiter geschwommen, wo Haie und große Ungeheuer waren. Und andere Wesen. Und ich wollte dann auch rausschwimmen, aber dann habe ich Angst bekommen zwischen diesen Wesen und die haben das gemerkt. Dann wurde es sehr unruhig. Aber du bist einfach immer weiter rausgeschwommen. Und dann konnte ich dein geistiges Wachstum sehen. Okay. So, check it out, what you're writing actually. Ja, Christiane, because du solltest mal wieder lesen, was du selber geschrieben hast. You saw that my, I was. Ich schwöre, ich habe gerade beim Buch aufgemacht und ich war das nicht mit dem Hai. Das muss Simon gewesen sein. Sie hat geistiges Alzheimer.
Okay, I tell you Nein, what. ich habe mein Buch ja gerade offen. Ich sehe ja, Okay. was ich geschrieben I habe. tell you what you saw. Okay. Hier, ich sag dir, was du gesehen hast. Nee, doch, Mama, ich weiß das auch noch. Vielleicht hast du vergessen, es aufzuschreiben. Ja. You say morning time. Du hast gesagt, morgens I saw the sea. sah ich das Meer. I saw one shark which had no end actually. Und ich sah ein, was? Shark? Hi. Ein Hai, der kein Ende hatte, der so groß war, dass man nicht sein Ende gesehen hat. But you say this was you actually. Aber du hast gesagt, das warst du. And he was behind Und der war hinter mir. was so big like a mountain actually. Der war so groß wie ein ganzer Berg. But anyway, good. Aber ich erinnere mich dran. Yeah. Aber das war länger her, aber das hast du erzählt yeah, yeah, einmal. yeah. Ja. That, okay, anyway, I have a witness. Ich habe also einen So, Zeugen. let's class. So, some question, please. You can. Ja, gibt es noch Fragen, die man hat? Ich habe so 5 oder 6 Fragen, aber wir müssen nicht alle abhaken. Und ich will auch schon mal im Vorhinein entschuldigen, wenn ich Fragen frage, die schon beantwortet sind. Aber ich habe jetzt erst angefangen oder ich kann jetzt erst so detaillierte Bücher durcharbeiten. Es gibt eine Stelle im geistig-mechanischen Prozess, ganz am Anfang von Gottes Entstehung. Da schreibst Weiß du, das Licht kam durch Gott und Gott musste die Kraft der Prinzipien anwenden, da diese dunkelste Materie keinen Kompromiss mit ihm schloss. Da ist meine Frage, welche Prinzipien musste Gott anwenden, weil die dunkle Materie keinen Kompromiss mit ihm schloss? Und gelten diese auch heute? Und muss Gott daher auch unter diesen Prinzipien handeln? She's saying in your red book where you speak about the mechanical process of God, where he came into being. Her question is, this dead matter did not make any compromises, so he had to use certain principles. She's asking, what are those principles, and do they still to this day, does God have to work under those principles to make a give and take with this dead matter? Yes. One point, heavily, very good question here. Das ist eine gute Frage. God was saying that finally I have to use force actually. Gott sagte, er musste schlussendlich Gewalt bzw. Kraft aufwenden In this mechanical process. in diesem mechanischen Prozess. Mountain of God, Der, which I wrote last time the story. dieser Berg Gottes, über den ich letztes Mal meine Geschichte geschrieben habe. Yesterday. Gestern. God asked me, I must tell now what was in darkness. Gott sagte zu mir, dass ich jetzt erklären muss, was in der Dunkelheit war. Very amazing that she asked me now this Es question. ist sehr unglaublich, dass Tara jetzt diese Frage stellt. And I say to God, mankind will be misunderstood. Und ich sagte zu Gott, die Menschheit wird das missverstehen. And God said, no, you should reveal Und Gott actually. sagte, nein, du sollst es trotzdem offenbaren. So, what is in this darkness is something very amazing, Was war also in dieser Dunkelheit? Das ist etwas sehr Unglaubliches. which also destroy the 19 costs which could be before become God actually. Und dieses Etwas war auch das, was die 19 Wesen zerstört hat, die hätten vor Gott Gott werden können, wenn sie diesen Entstehungsprozess geschafft hätten. Question is, if this dark element are awareness or they are unawareness. Die Frage ist, haben diese dunklen Elemente ein Bewusstsein oder kein Bewusstsein In this dark eternity. in dieser dunklen Ewigkeit? I'm going to write now this chapter because God asked me. Ich muss jetzt dieses Kapitel schreiben, weil Gott mich danach fragt. Like I give you examples so you can parallel can understand Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr parallel euer Verständnis aufbauen könnt. In very early in creation, Ganz am Anfang in der Schöpfung, in human creation, in der menschlichen Schöpfung, we forget every other creation. vergessen wir erstmal jede andere Schöpfung. There was a many gases. Gab es viele Gase? And this gases has certain
Unawareness and awareness. Und diese Gase haben ein bestimmtes Bewusstsein und Unbewusstsein. And it was not allowing angel creation to create human being. Und die haben es nicht der Engelschöpfung erlaubt, die menschliche Schöpfung im physischen Universum zu erschaffen. But angel was more aware. Aber die Engel waren bewusster. Then what angel did? Und was die Engel also dann getan haben? All these gases is gone today. All diese Gase, die davor auf unserer Erde geherrscht haben, die sind heute weg. And exactly 21% oxygen is there. Wir haben genau 21% Sauerstoff hier auf Erden, which we need to breathe. Die wir brauchen, um zu atmen. So in this dark, so this 21%, if we increase, diese 21%, wenn wir die erhöhen würden, then our lungs will be burned. Dann würden unsere Lungen verbrennen. If we decrease, aber wenn wir es verringern würden, den Sauerstoffanteil, we cannot breathe again. Dann können wir nicht mehr atmen. So God has also in this process he has many war with this dark element actually. In diesem dunklen Prozess, in der dunklen Ewigkeit, hatte Gott also auch viele Kriege gegen diese tote, gegen diese dunkle Materie. And for God was not easy to come out. Und für Gott war es nicht einfach, dort herauszukommen. Now God saying, I use my principal force. Und jetzt sagte Gott, ich habe meine Kraft der Prinzipien eingesetzt. It is like this. Und das ist so. First, life began with one cell. Zuerst hat das Leben mit einer Zelle angefangen. But then water. Aber dann hat das Wasser. Life began with water. Das Leben begann mit Wasser. In the water. Im Wasser. That's why what man and woman give liquid, this is very important. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, Mann und Frau, die diese Feuchtigkeit abgeben, dieses Wasser. Oder liquid. Diese Flüssigkeit. So life began in the water. Das heißt, Leben, das begann im Wasser. But then water was blocking this life further continue. Aber das Wasser hat dann Leben blockiert, weiter voranzugehen. And then this life cell became on desert. Und dann kam das Leben auf das Land. This element. Diese Elemente. So then life was continue in processing. Und dann ging das Leben weiter, dieser Prozess. So same process happened with God. Derselbe Prozess ist also mit Gott passiert. Life began in this dark element. Das Leben begann in diesen dunklen Elementen. But then this dark element. Aber dann haben diese dunklen Elemente was blocking to survive this first cause, actually. Blockiert diesen ersten Ursprung weiterzukommen. And the result we can see the 19 being could not survive. Und als Ergebnis konnten wir sehen, dass die 19 Wesen nicht überleben konnten, weil sie nur in dieser dunklen Ewigkeit gelebt haben. This God, which is survived, und dieser Gott, der überlebt hat, he separated, er hat sich getrennt, all the element actually. All diese Elemente von when? Wann hat er es getan? When he was unbewusst oder when he was bewusst? Als er unbewusst war oder bewusst? When he was unaware or when he was aware? Als er unbewusst war oder bewusst? Only when he became awareness. Actually. Erst als er sein Bewusstsein erlangte. But he could not break through the dark eternity this element. Aber er konnte mit diesen Elementen noch nicht durch die dunkle Ewigkeit durchbrechen. But time cannot go there. Aber die Zeit kann diesen Ort nicht erreichen. But this God who survived. Aber dieser Gott, der das überlebt hat. He fight with this element. Actually. Der hat mit diesen Elementen gekämpft. And he could survive. Und er konnte überleben. And this God was using force, principal force. Und dieser Gott hat die Macht der Prinzipien eingesetzt. Today. Und heute. In France. In Frankreich zum Beispiel. They make this test machine. Haben sie eine Testmaschine gemacht? 70 Kilometer. 60 Kilometer ein Teilchenbeschleuniger. Yes. Yeah, exactly. And they want to go with high speed. Particle accelerator. Yes. They want to make explosion actually. Mit hoher Geschwindigkeit wollen sie Teilchen aufeinander krachen lassen und zum Explodieren bringen. Because they know. Weil sie wissen, ne? Creation came out of explosion. Die Schöpfung entstand aus dieser Explosion heraus. This they know. Und das wissen sie. But now they want to make one more experience. Aber jetzt wollen sie noch ein Experiment machen. When they will successful.
weil sie dort erfolgreich sein werden. They will come to know element how God was came first perfectly. Dass sie die Elemente herausfinden wollen, die den ersten Ursprung von Gott gegeben haben. Now they say there are 24 elements missing. Sie sagen, 24 Elemente fehlen noch. Which will tell how this cause happened. Die uns sagen werden, wie dieser Ursprung passiert ist. Now day before. Und jetzt ein Tag davor. God say you must explain. Sagte Gott, du musst erklären. About me in darkness, about my principles. Über mich in der Dunkelheit, über meine Prinzipienkräfte. So if you have a little bit patient. Wenn ihr also ein bisschen Geduld habt. I'm bringing now this angel book. Ich bringe jetzt das in das Engelbuch. Angel books, then you will come to know. Dann werdet ihr das herausfinden. But that was an interesting question. Das war aber eine interessante Frage. Mm. More questions you have? Hast du noch eine Frage? Dankeschön. Ja. Mm. Also dieses alle um den mechanischen Prozess. Also das hat sich dann vielleicht aber erledigt. Das war noch so eine Frage. Gibt es heute noch schwarze Materie und Dark Matter? Yes. Ja, heute gibt es auch noch dunkle. Yes. Today there is also still dark and dead matter. And with this dead matter, God continue creating new creation. Und mit dieser toten Materie erschafft Gott immer weitere Schöpfungen. God will never stop. Gott wird nie aufhören. Yes. It's an endless process. Er ist ein endloser Prozess. Oh. Dankeschön. Und dann nachdem, ich lese mal genauso vor, wie ich es aufgeschrieben habe, nachdem aus dem Geben- und Nehmen-Prozess des universellen Bewusstseins und der Liebe dann das blaue Licht entstand, da schreibst du, dass das universelle Bewusstsein dort in das Licht hineinging. Dann war meine Frage, war Gottes Bewusstsein davor überall und hat es dann erst dadurch seine Form bekommen? Welche Book ist das? Alles first book. Okay. Yes, this is. Before God put his consciousness into his blue light, you said that God's consciousness was everywhere. That was it everywhere, like everywhere in this dark eternity. God conscious, universal conscious was everywhere, but God's light was not everywhere. Gottes Bewusstsein war überall, aber Gottes Licht war nicht überall. This was began with one small spark. Das hat mit einem kleinen Funken angefangen. But then began more circle. Aber dann hat es mehr und mehr Kreise ausgeweitet. And today this God blue light is all over the creation. Actually. Und heute ist Gottes blaues Licht überall in der Schöpfung. And he gives somebody who loves actually. Und er gibt das denjenigen, die er liebt. Yes. Ja. Yes. Okay. Tara, als das Bewusstsein in das Licht hineingegangen ist, hatte Gott immer noch keine Form. Yes. Es liegt keine Form. Yes, God inside, but there was no form. Yes. Ja, Gott war in diesem Licht, aber er hatte keine Form. In this. Yeah, form was not there. Yeah, that's right. Yes, she studied many books. Ja, sie studiert viele Bücher. Okay. Und ich wollte auch noch sagen, das Bewusstsein kann man sich nicht so vorstellen, wie was wir unter normalem Bewusstsein verstehen. Yes. Ja, also der war also nicht dann überall, wie man sich das vorstellt, dass er, man ist wortwörtlich. This Bewusstsein, you can say like a fog. Man kann diesem Bewusstsein wie eine Art Nebel beschreiben. Nebel, ja, fog. Ja, wie ein and Nebel. And it's growing actually. Und der weitet sich, der wächst aus. Yes, but it's you can observe with a spiritual eyes. Den kann, mit denen beobachtet man wie durch geistige Augen. Ja. Yeah. Heike, one minute, maybe she has one more question. Alle anderen, die Tara stellt gerade Fragen und dann kommt alle anderen auch gerne dran, ja? Ja. Okay, ich versuche mich noch kurz zu fassen. Danke erstmal, auch Christian und Moses. Dann schreibst du, dass Gottes Emotion, Intellekt und Wille auch in dem blauen Licht waren. Da war meine Frage, woher kam Gottes Wille und Gottes Intellekt? You are saying that God's intellect, God's will and God's emotions, they were now in this light. But her question is, where does God's will and his intellect come from? You describe where his emotions come from, but where does his intellect and his will come from? With time. Time was not there. Also die Zeit war an diesem Zeitpunkt noch nicht da. And God in this process. Und in diesem Prozess hat Gott. Like I explained you last time. So wie ich es dir auch letztes Mal erklärt habe. There was the evening. Es gab erst den Abend. Night. Dann die Nacht.
morning. Und dann der Morgen. Ne? So it means there were three processes for God growing like a baby. Und das waren also drei Prozesse, wo Gott wuchs wie ein Baby. For example, baby when he's coming out, her awareness is first is not there. Zum Beispiel ein Baby, wenn es geboren wird, dann ist sein Bewusstsein noch nicht da. But by time she starts smiling. Aber mit der Zeit entwickelt es sich dann. Und by time she starts recognizing. Es lächelt und dann fängt es an, Dinge zu erkennen. So evening was the process when God. Das heißt, der Abend war der Prozess, in dem Gott. When God came unawareness to awareness. Als Gott vom Unbewusstsein ins Bewusstsein kam. Second process was night. Der zweite Prozess war die Nacht. God started making experiment. Und dort hat Gott dann angefangen, seine Experimente zu machen. That's why I say God is the first scientist. Und deswegen habe ich auch gesagt, Gott ist der erste Wissenschaftler. How many experiments he make? Wie viele Experimente hat er gemacht? Time was not there. Da war die Zeit noch nicht da. But there was a morning. Aber dann gab es einen Morgen. This was a realization for God. Und das war die Realisation für Gott. Is the one best example I give you Konimar. Konimar? Was ist das? Konimar. Was ist das? He's from Man, England. Ich gebe ein bestes Beispiel über den Mann Konima aus England. England, he was making 24-hour experiments, yes? Der hat 24 Stunden am Tag Experimente 24 gemacht. 24 years, sorry. 24 Jahre lang. Experiment. And then he came to know how can make this bulb. Was? Bulb. Light bulb. Glühbirne. Ja, he was Marconi. Marconi, yes. Danke, Chatta. Marconi hat 24 Jahre immer Tag und Nacht Experimente gemacht, bis er die Glühbirne erfunden hat. So, you take Marconi 24 years and take God 24 billion years from God, actually, ja. Yes? Also nimmt Marconi 24 Jahre des Experimentierens und dann Gottes 24 Milliarden Jahre des So he makes small light. Er hat ein kleines Licht gemacht, ein kleines Licht Bulb. Kleine Licht. Eine kleine Glühbirne, Lichtglühbirne. Also he invented radio, radio, not. Nein. This was the first one. Radio wave come much later actually. So when he created this bulb. Und als er diese Glühbirne erfunden hat. He started dancing. Hat angefangen zu tanzen. He said, now all mankind will receive light actually. Er hat gesagt, jetzt wird die ganze Menschheit Licht erhalten. Then later by experience we have all light all over actually. Und später haben wir damit Erfahrung überall Licht gehabt. This is the process of God. Das ist der Prozess Gottes. It's not a one day process. Das ist kein Eintagesprozess. Yeah. Ja. Okay. Also der Wille und Intellekt kam durch den Wachstumsprozess in der Zeit. Wunderbar. Vielen Dank. Ja. Aber nur kurz, vor den Emotionen, oder? Erst sein Wille und sein Intellekt waren da, aber die waren nicht genug, um aus der dunklen Ewigkeit auszubrechen. Yes. Und dann haben sich durch Leere, Traurigkeit und Einsamkeit seine Emotionen entwickelt. Emotion, yes. Ja. You can tell. Das war also, der Wille und der Intellekt waren vor den Emotionen da. Dann hat er gemerkt, dass es nicht genug ist. Und durch Leere, Einsamkeit und Traurigkeit haben sich seine Emotionen Emotion, yes. Und durch das Geben und Nehmen mit seiner universellen Ursprungsenergie ist dann das blaue Licht. Und motivated the light, life actually. Das hat dann das Leben motiviert, ja. Yeah. Mhm. Das war eigentlich schon so ein bisschen meine vorletzte Frage. Deswegen springe ich einfach zur letzten Frage und wir können dann auch noch Fragen stellen. Und zwar schreibst du dann, dass mit dem letzten Halbsatz, dass dann gesehen hast, dass in dem goldenen und blauen Licht ein Wesen saß. Und du gehst aber nicht näher. Welche Wesen sind das? Gott. Das war Gott. Okay, I explain you a little bit more. Ja, ich erkläre dir das ein bisschen mehr. When the golden blue light was circling me. Als das goldene und blaue Licht mich umkreist haben. I was traveling. Ich reiste damit. But then I saw one being. Aber dann sah ich ein Wesen. Was standing in the space. Das stand im Raum. And then this golden blue light went inside. Und dann ist dieses goldene und blaue Licht in dieses Wesen reingegangen. And I bow before God. Und ich verbeugte mich vor diesem Wesen. Es war Gott. And I say, oh my God, oh my Father. Vor seinen Füßen. Ich sagte, oh mein Gott, oh mein Vater. So, this universal blue light. Dieses universelle blaue Licht. When God is glorifying, is
then you cannot see form of God. Wenn Gott ist glorifiziert, dann könnt ihr nicht die Form Gottes sehen, wenn dieses Licht so stark leuchtet. But when God is cooled down his light, aber wenn Gott sein Licht dimmt, then you can see a one being. Dann könnt ihr ein Wesen dort erkennen. Yeah, that's what Moses in Mount Sinai happened. Das ist auch was mit Moses auf dem Berg Sinai passiert ist. When this golden blue light came, als hit the mountain. Goldene und blaue Licht diesen Berg getroffen hat. Nobody could see anything. Konnte niemand irgendetwas sehen. But then later saw 72 people. Aber später haben dann die 72 Leute. In the fire was standing one being. Gesehen, dass in diesem Feuer ein Wesen stand. And this was the God of Israel. Und da steht dann auch in der Bibel, das war der Gott Israels. Yes. So, when he cooled down, you can see him as a being. Ja, wenn er also sein Licht abgeht, dann könnt ihr dieses Wesen sehen. When he expand his light. Wenn er sein Licht ausdehnt. Then you can see only light, but no being. Dann könnt ihr nur Licht sehen und kein Wesen. Yeah. Ja. Danke. Ist okay? Ist okay, ja. Ja, und ich würde gerne noch teilen, dass ich gestern zum ersten Mal ganz kurz in meinem Zimmer ein blaues Licht gesehen habe. Wow. She said yesterday for the first time she saw blue light in her room. Wow. Very then, small. Very small. Then here we are opening the flower. You know? Ja, das heißt, dass wir hier also diese Blume öffnen. Continue and you will meet God. Es geht weiter und dann wirst du Gott treffen. Heike? Ja, Heike, ja. Jetzt du. Du hast dich zuerst gemeldet, aber dein Mikrofon ist nicht an. Meine Frage ist ein wenig ähnlich zu der von Sarah. Okay. Ich habe das erste Mal gehört, dass es zu Beginn 19 Wesen gab, die mit Gott in Competition waren. Nein. Denn in diesem Buch ist es so dargestellt, als sei Gott wie von selbst aus der Materie entstanden. Also, ja. Und dann? Seite 113. Wo kann ich das mit diesen 19 Wesen, mit denen Gott dann im Wettbewerb stand, nachlesen? Also es war nie ein Wettbewerb. Es war ein trauriges Schicksal, dass eins nach dem anderen gestorben ist. Aha. Und das kannst du nachlesen in der Offenbarung, im ersten Buch, im ersten Drittel. Yeah. Und in Ich verlor mein Herz in Gott, im zweiten oder im dritten Band gibt es nochmal Geschichten über die 19 Wesen. Mm. Und am Ende von Ich verlor mein Herz in Gott gibt es auch nochmal, wo Papa die 19 Wesen trifft und erzählt Gott ein bisschen was über sie. Erstes Buch heißt das dicke rote, ja? Das dicke rote Buch am Anfang. Mhm. Da wird über die 19 Wesen. Dann in Ich verlor mein Herz und Gott im zweiten oder dritten Band. Und dann Der Weg zurück zu Gott, meinem Vater. Da steht, als er die 19 Wesen traf und sie wollten ihn nicht umarmen und standen dort wie Statuen. Da erzählt auch Gott. Dann kommt Gott und erzählt ein bisschen was über sie. Okay, but let me give you an answer. Aber lass mich dir die Antwort drauf geben. This 19 being was before God happened, this cause. Diese 19 Wesen, die entstanden vor Gott. One by one until 19. Einer nach dem anderen. But they could not survive. Aber bei ihnen war es so, sie haben das dunkle Umfeld in der dunklen Ewigkeit nicht überlebt. This number 20, this our God, he survived. Gott, unser Gott, die Nummer 20, der hat das dunkle Umfeld der dunklen Ewigkeit überlebt und konnte ausbrechen. But did they grow out of themselves or was there something behind? Who created these beings? Wer hat diese Wesen erschaffen, fragt sie. This is a mechanical process, but then take a spiritual process of Unbewusstsein zu Bewusstsein. Das ist angefangen wie ein mechanischer Prozess und in diesem mechanischen Prozess hat es angefangen, ein spiritueller Prozess einzusetzen, wo dann die Wesen angefangen haben, Bewusstsein zu erlangen. Unbewusstsein zu erlangen. Unawareness to awareness. Vom Unbewusstsein zum Bewusstsein. For example, baby come 9 months out. Zum Beispiel, dass ein Baby kommt in 9 Monaten raus. This time. Und in dieser Zeit. Her mostly she's unaware. Ist sie meistens unbewusst. Yes, but by time take awareness. Aber mit der Zeit nimmt sie Bewusstsein an. But this 19 being. Aber diese 19 Wesen. Like a woman, Schwangerschaft is kaputt. So wie die Schwangerschaft einer Frau auch abbrechen kann und kaputt gehen kann. This mechanical process did not survive.
so haben auch diese mechanischen Prozesse nicht überlebt. But later, aber später, God brought them out, actually. Hat Gott sie wiederbelebt, herausgebracht aus der dunklen Ewigkeit. This is the amazing love of God. Und das ist durch die erstaunliche Liebe Gottes geschehen. God could say, I am the first cause. Gott hätte auch sagen können, so wie du das beschrieben hast, da wäre ein Konkurrenz. Dass da ein Konkurrenzverhältnis wäre, aber das hat er nicht so gesehen, nee. Sondern seine erstaunliche Liebe hat gesagt, I would bring them and I will tell the truth. Ich werde sie herausbringen und ich werde die Wahrheit erzählen. Now, und jetzt, if I say that I know everything, this is not right. Wenn ich sage, ich weiß alles, dann ist das nicht richtig. I'm journey and my journey life after death will be continued. Ich bin auf der Reise und meine Reise im Leben nach dem Tod wird weitergehen. To come to know God. Um Gott kennenzulernen. So one eternity is not enough. Also eine Ewigkeit ist nicht genug. Now God saying I must tell what was in darkness. Und jetzt muss ich sagt Gott zu mir, ich muss erzählen, was in der dunklen Ewigkeit vor sich gegangen ist. Now let God. Did I get this right? That consciousness came out of matter. Dass das Bewusstsein sich quasi aus der dunklen Materie entwickelt hat? Mechanical. Ja, dass dieser mechanische Prozess, der entwickelte sich aus der... Unbewusst. Der unbewusste Prozess, der entwickelte sich aus der dunklen Materie. But awareness came because time was aber not there. Das Bewusstsein kam, weil da war noch keine Zeit da. So I don't know how long took God. Ich weiß also nicht, wie lange es Gott brauchte. But God willing now. Gott offenbart das aber jetzt. Because there is something in darkness. Da ist nämlich etwas in der Dunkelheit. Even today. Selbst heute. Want to soak the all creation. Was all diese Schöpfungen wieder zerstören und aufsaugen möchte. There is still something in darkness. Da ist immer noch etwas in der Dunkelheit. Who want to take God back in the darkness. Der das Gott wieder in die Dunkelheit reißen möchte. This topic now God revealing me more actually. Über dieses Thema offenbart Gott mir jetzt mehr. So I'm slowly gonna write. Stück für Stück werde ich darüber schreiben. Yes. Yeah? Because think about that, billion Messiah came. Weil denk mal darüber nach, Heike. Milliarden von Messiasen kamen. Millionen. Did you came to know God? Hast du jemals Gott so kennengelernt? Well, I've been here only for 63 years, so. Yes. So no, there, I can't remember. Yeah. So God revealing me and I'm Gott revealing. Offenbart mir ständig weiter. Und yes. That means we are very lucky. Das heißt, wir haben also sehr viel Glück. Even there is something in darkness who wanna take all the creation and wanna destroy. Selbst wenn es etwas in der Dunkelheit gibt, was die ganze Schöpfung wieder aufsaugen und zerstören möchte. Even God. Selbst Gott. But God cannot do it anymore. Aber Gott kann das nicht mehr tun. Cannot destroy in Ewigkeit. Gott kann man nicht mehr zerstören. So God continue gonna create new creation. Gott wird also weiterhin neue Schöpfungen erschaffen. Until bis this all darkness element in creation is over. All diese Dunkelheitselemente in dieser Schöpfung weg sind. Yes. Ja. Okay. Ja. Aber Heike, ganz wichtig, ist kein Konkurrenzverhältnis. Ja. Mhm. Gut. Ja, zum jetzt Nachdenken. Christian oder die Christa. Also wäre schön, wenn ich jetzt rankomme, weil es passt nicht so, geht nämlich auch um die 19 Wesen. Christian, ist das okay? Ja, er sagt ja. Also, in Band 5 gibt es eine Geschichte, wo die 19 Wesen Zeit in den Himmel einladen, einen neuen Himmel zu betreten oder einen neuen Himmel zu einzuweihen. Und dann sagen die 19 Wesen, sie führen den Schöpfungsakt im Auftrag Gottes aus. Was bedeutet das? Sagt Gott dann, mach dies, mach das oder haben die eigene Kompetenzen? She is asking, in one story you met those 19 beings and they told you that they, in the place of God, took over this creation process. Now her question is God telling them what to create and what not to create? Or do they have their own freedom to create what they want? They have their own freedom to... Sie haben ihre eigene Freiheit erschaffen, zu erschaffen, was sie erschaffen möchten. I give you a good example. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. God say you are my heart. Gott hat zu mir gesagt, ich bin sein Herz. You, I will send you many heaven. Und ich werde dich in viele Himmel schicken, hat er gesagt. And you represent my heart. Und du repräsentierst mein Herz. Now question is, what I gonna represent this creation? Aber die Frage ist jetzt, was werde ich dieser Schöpfung repräsentieren?
my observation and my experience about God. Meine Beobachtung und meine Erfahrungen mit Gott. So this 19 beings, das heißt also diese 19 Wesen, whatever they came to know God, was auch immer sie kennengelernt haben über Gott, Beobachtung and, Beobachtung and experience. Und die Erfahrungen. According to this, they have this power to take care or maintain this creation. Gemäß dem haben sie die Kraft, die Schöpfung aufrechtzuerhalten und beizubehalten. After God, they are very intelligent people. Nach Gott sind sie die intelligentesten Wesen. But they are object of God, not a subject. Aber sie sind das Objekt Gottes, nicht das Subjekt. Now question is. Das ist die Frage. God saying in my language, illa bimasha. Gott sagt in meiner Sprache, illa bisha. I only reveal so much knowledge, how much I see someone love me. Ich offenbare nur so viel Wissen, wie ich sehe, dass mich jemand liebt. So they know this knowledge, how much they love God. Und das heißt also, sie haben so viel Wissen, je nachdem, wie viel sie auch Gott lieben. Everything else, they are growing. Actually. In allen anderen Dingen wachsen sie noch. Yes. But they are still doing everything. Aber sie tun immer noch alles. Under the guidance of God. Unter der Führung Gottes. Like I. So wie ich. I go any heaven. First thing I explain my observation. Ich bin unter der Führung der Himmel und was das erste, was ich tue, ist meine Beobachtung zu offenbaren. And my experience. Und meine Erfahrungen. So with human creation, I talk according to their growth. Und mit der Menschenschöpfung spreche ich auch gemäß meinem Wachstum. According to their gemäß dem Wachstum der Menschheit. Angel, I speak and other Bewusstsein. Der Engel, mit dem Engel spreche ich auf einem anderen Bewusstsein. Heavenly, golden and blue, I speak and other. Mit den Himmeln und blauen Wesen spreche ich auf einem anderen Niveau. Because all what I have observed and experienced. Weil alles, was ich halt gesehen und beobachtet habe. And God said they don't have this experience. Und Gott hat gesagt, sie haben diese Erfahrung nicht. That's why you are my heart to go and tell them. Und deswegen hat Gott gesagt, du bist mein Herz, geh und offenbare ihnen das. That's the because. Das ist das. Kann ich auch noch was zu Christa sagen? Christa, es ist auch so, dass wenn sie in ihrer eigenen Freiheit und mit ihren eigenen Kompetenzen handeln, heißt das nicht, sie handeln ja gemäß Gott, weil sie so handeln wollen. Zum Beispiel ich. Wenn Papa mir die Freiheit gibt, aber durch sein Wachstum, was er mir gegeben hat, erzähle ich das, was ich durch sein Wachstum passt, ja, weil ich automatisch in diese Richtung wachse. Das heißt, in ihrer Freiheit entscheiden sie sich für das, was Gott sich eigentlich auch entscheiden würde. Oder was Gott von ihm wollen würde. So wie wenn du dein Kind gut erziehst, es sich so verhält, wie du es erzogen hast und wie du es möchtest. Ja, schönes Beispiel, ja, mit dem Kind gerade. Das ist sehr verständlich dann. Dankeschön, ja. Bitteschön. Okay, bitte. Jetzt der Christian. Ich habe Probleme mit dem Handy, es könnte auch gleich also der Akku ausgehen, aber solange ich noch da bin, sage ich das. Diese Sache ist enorm wichtig, weil ich selbst und ich beobachte es auch viele andere da draußen, die kommen manchmal zu dem Punkt, dass sie glauben, dass sie wie die 19 Wesen unabhängig von Gott in die Existenz geschaffen worden sind. Also dieser Glaube da draußen ist enorm weit verbreitet. Und ich finde es gut, dass der Zahid das Rote Buch da so genannt hat, Offenbarung, Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott. Da habe ich immer erkannt, dass Gott damit selbst uns beibringen möchte über Zahid, dass wir alle auf Gott zurückgehen und dass Gott was endlich mal was Greifbares ist. Ja. Weil da hier auf dieser Erde herrscht so ein Chaos, yes, wer der eigentliche Schöpfer ist. Deswegen bin ich auch jetzt hier beim Zahid, ja, wo das endlich mal geklärt wird. Deshalb. Ja, richtig. Zum Beispiel, ich bin Gottes Herz. Ja? Zum Beispiel, ich bin Gottes Herz. Wenn ich gehe an den Himmel, wenn ich gehe, if I go other heaven. Wenn ich in einen anderen Himmel gehe. Shall I tell everything what I want or what? Soll ich alles erzählen, was nur ich möchte? Yes. They're gonna kick me out actually. Sie werden mich dort rausschmeißen. What kind of unsinn you garbage you are speaking? Sie werden sagen, was für ein Müll redest du? Yes, I only speak what I came to know God. Ich rede immer nur darüber, was ich über Gott kennenlerne. Yes, what I observe. Was ich beobachte. What is my journey with God? Was meine Reise mit Gott ist. What is my experience? Was meine Erfahrung mit Gott ist. So everything, they are not independent 19 beings. Diese 19 Wesen sind also nicht unabhängig. They are like me, actually. Sie sind wie ich.
They represent God, what they know about God. Sie repräsentieren Gott, was sie von Gott wissen. And this is the confusion in this world. Und das ist der, die Verwirrung in dieser Welt. Yeah, this we have to clear. You are das right. Müssen wir klären. Ja, du hast recht, Christian. Okay, danke schön. Dankeschön, Christian. Okay. Bring mal zum Beispiel diese Titanen, Zeus oder Thor und so, die sind auch vielleicht, die sich auflösen konnten und durchs Universum fliegen konnten, die wie Gott waren. Und die haben, glaube ich, geglaubt, oder die manche Djinn, sie sind größer als Gott, sie können ja tun und lassen, was sie wollen. He said, from Greek mythology, those gods, the humans always wish they also wanted to be independent. Those gods could do everything, what humans wanted to do. Nein, this is wrong. Yeah, he said, this mirrors but human tendency. It's gonna take time now. Ja, aber jetzt braucht es Zeit. Until this confusion goes away. Bis diese Verwirrung weggeht. Now let's say a mythology of a Christian. Ja, die Mythologie der Christen zum Beispiel. They say Jesus know everything. Sie sagen, Jesus wüsste alles. Jesus had the power. Jesus hat die Macht zu allem. And Jesus saying no, I don't have. Aber Jesus sagt, nein, die habe ich nicht. And I'm nobody know but God know everything. Keiner weiß alles außer Gott. So shall we believe Jesus or shall we believe Christian mythology? Sollen wir also Jesus selber glauben oder der christlichen Mythologie? Or Theologie. Oder Theologie. Yeah, that's the way it goes. So geht das. Okay, Stefan? Ja, Stefan. Oder wer? Hey, ich möchte Ihnen herzlichen Glückwunsch sagen. Sie haben etwas geschafft, was noch nie ein Mensch geschafft hat. Jetzt ist endlich alles Leid und Elend dieser Erde, hört für immer auf jetzt. Ja. Alles, was bisher schiefgelaufen ist, hat jetzt mit diesem heutigen Tag aufgehört. Alle wissen das in der geistigen Welt, bloß die Menschen wissen das noch nicht. Mhm. Und wenn sich all die geistige Welt vor ihnen verbeugen kann, dann möchte ich das heute auch machen. Ich sage Dankeschön und ich verbeuge mich vor dieses Leid und den unendlichen Schmerz, was sie für uns aufgenommen haben, mit diesem Leben. Und ich möchte der erste Mensch sein, der sich verbeugt hat. Dankeschön. Dankeschön. He said he feels honored and he's bowing that for this very special day to Hazur with his head, and he is thankful for this possibility, everything he has done. Everything in eternity knows about Zahid's value except mankind, but mankind will soon get to know it. Dankeschön, Stefan. Danke, Stefan. But you are not the first one. There is somebody sitting also. Shall I take name? Bow me three times. Soll ich den Namen von der Person sagen, die sich davor schon dreimal verbeugt hat? That's okay. Ist das okay? Oh. But there are many Indian who bow. Aber es gibt viele Inder, die sich verbeugt haben. About 25-30 years ago. Vor 25-30 Jahren. But anyway, thank you. Aber trotzdem danke. Yes. You will meet them in spiritual world. There are many. Du wirst sie in der geistigen Welt treffen, viele. Who bow their love for me. Die sich aus Liebe von mir verbeugt haben. Yes. Thank you so much. Dankeschön. Ja. Anyway, you are very special. Du bist trotzdem sehr besonders. I take your bow. Ich nehme deine Verbeugung an. Yes. It means all your life you will be with me. Actually. Das heißt, dein ganzes Leben wirst du mit mir sein. With loyalty. Aus Loyalität. And with love until mit Liebe, until we die. Bis wir sterben. Yes. Ja? Thank you. Danke. Yeah? Der Sander meldet sich. Ja. Okay, ich wollte noch was teilen, was ich beim letzten Seminar erlebt habe. Da hat Zeit mich angeschaut und immer wieder. Und dann wurden seine Augen zu Gottes Augen. Wow. Und dann ging es weiter, man hat ja zwei Augen, das ging wie zusammen, dass es eins wie war oder ein Blick. Und jetzt ist es so, dass immer, wenn ich mich dahin wende, ist dieses Auge da. Also ich spüre dann Gottes Blick, wie er schaut. She said she wanted to share one experience from last seminar, when she looked at Hazur's eyes, at Zahid's eyes, she saw that suddenly his eyes vanished and they were God's eyes, and then his eyes, they came together and became one eye. And now every time when she looks at him, she sees this eye. Mm.
Noch ganz kurz, und ich möchte Moses dir und deinen Brüdern danken, als ihr so viel über das blaue Licht geredet habt. Ehrlich gesagt, war es mir erst zu viel, und dann aber merkte ich, abends war das blaue Licht da. Und ich war, und als ich die Augen zumachte, ich dachte, was ist das? War es immer noch da? Und das ist da, also ist ganz viel draus entstanden. Also danke euch allen. Bitte schön. Ich bin so, I'm so thank you to Silvana. Ich bin Silvana so dankbar. Many things happened. Viele Dinge sind passiert. And in this case, even many Indian left mission. Und in diesem Fall haben selbst viele Inder die Mission verlassen. But amazing that. Aber unglaublich, dass Silvana never left the mission. Silvana nie die Mission verlassen hat. This is very much nice of. Das ist sehr schön von ihr. They tell. Your value in love of God. Das sagt dein Wert in der Liebe Gottes. Yeah. Other everything will be, we all have mistakes. Alles andere, wir alle haben viele Fehler. But you don't left mission, this is amazing. Aber du hast die Mission nicht verlassen, das ist ja unglaublich. Yes, I have to say. Das muss ich sagen. So, Asim. Yes, Prophet Moses and Prophet Hazur. I want to know about Ellen, when Ellen died, Hazur came to take her spirit, or God came to take her spirit? She was our member. Er möchte wissen, kam, als Ellen gestorben ist, kam Gott, um ihren Geist mitzunehmen, oder kamst du, um ihren Geist mitzunehmen? Was war ihr Todesprozess? I was speaking with Indian many times in lecture, and I told. Ich habe mit den Indern viele Male in den Vorträgen gesprochen, ich habe gesagt. Aber du hast, you forget again, actually. Aber du hast vergessen, Asim. But I will tell you later in the Indian lecture. Aber ich werde es dir nochmal später in der indischen Lecture erklären. Yeah, okay. Okay, Hazur, thank you. No. Yeah, but you forget, you should remember. Right? Aber du hast vergessen, Asim. Du hast dich daran erinnern. When I'm speaking. Wenn ich darüber spreche. Hmm. Okay. Okay, Hartmut. Ja, was wir heute gehört haben, ist natürlich schon etwas gravierend Neues. Und mich interessiert unter anderem die Frage, ich habe mir aufgeschrieben, die Engel werden die Menschen nicht mehr richten. So, wenn ich mir jetzt den Tod vorstelle, so war es bis jetzt so, dass gesagt worden ist, dass unser Geist dann vor den himmlischen Rat oder zu den Engeln kommt und die uns dann in verschiedene Dimensionen gemäß unserem Wachstum hinweisen. Heißt das, dass wenn die Menschen ab dem 23.07. jetzt sterben, dass diese Engel, dieses Engelgericht nicht mehr da sein wird? Und was passiert dann an dieser Stelle? For our member, God light will come. Für unsere Mitglieder kommt Gottes Licht. And who are under angel dominion? Aber diejenigen, die noch unter der Engelherrschaft sind. More our mission grow, je mehr also unsere Mission wächst, they will out of this, angel, werden sie aus dieser Engelgerichtbarkeit herauskommen. Yes. But this is only for our members. Aber das gilt nur für unsere Mitglieder. Ne? India, Pakistan, Indien, Pakistan, Afrika, Philippinen, China, whatever they are. Wo auch immer sie herkommen. God light will come. Gottes Licht wird kommen. Or angel will take my form. Oder die Engel werden meine Form annehmen. And they will serve. They will not judge, they will serve. Und sie werden nicht richten, sondern sie werden den Geistwesen, die frisch gestorben sind, dienen. And they will bring you home. Und sie werden sie nach Hause bringen. Where you belong to. Wo ihr hingehört. And you belong to one family world. Und gehört zu einer Weltfamilie. If you don't leave the mission. Wenn ihr nicht die Mission verlasst. That's a condition. Das ist also die Bedingung. And this pledge you have given. Das, und dieses, dieses Versprechen habt ihr gegeben. Loyalty. Loyalität. And last breath for this God. Bis zum letzten Atemzug für Gott zu gehen. And for Messiah. Und für den Messias. But if you leave mission, aber wenn ihr die Mission verlasst, this promise is not. Dann ist auch dieses Versprechen nicht da. Ja. Das heißt, es gibt eine Übergangsgerichtsbarkeit. Ja. Das ist okay, Hartmut? Danke. Ist okay, Hartmut? Danke. Noch jemand? Helmut. Ich habe heute gesehen, blaues und weißes Licht um, sage ich,
und Gottes Herz. He saw und blue and white light around Zahid, God's heart. Und blue. Und ich will mich heute auch an diesem speziellen Feiertag vor Zahid verbeugen. He also wants to bow to you before you on the special day, Zahid. Thank you. Danke, Helmut. Herzlichen Dank, lieber Zahid. Gottes Herz. Noch jemand? Alle wunschlos glücklich, ja? Ich sehe jetzt niemanden. Doch, ich habe noch eine Frage. Und zwar, was bedeutet das jetzt für Luzifer und für seine erschaffenen Dimensionen? Haben die jetzt auch, können die jetzt auch wieder schneller zurückkehren zu Gott? Yes. Durch den heutigen Tag? Ja. She is asking, what does this mean for Lucifer and the dimensions he created? Can they also now come faster back to God? Yes, he is the Messiah of Hell. Ja, er ist der Messias der was? Hölle. Der Hölle. He has to help. Er muss da jetzt helfen. Dark dimension. Diesen dunklen Dimensionen. To come to God. Zu Gott zu kommen. Like I'm helping you. So wie ich euch helfe. Yes. Ja. Even you make all mistake, I'm not responsible. Auch wenn ihr alle Fehler macht, ich bin nicht dafür verantwortlich. But I'm helping. Aber ich helfe euch. So Lucifer had to help. So muss auch Lucifer helfen. Ja. And then. Und dann. He gets his balloon. Bekommt er seine Belohnung davon. It take time now. Das braucht Zeit jetzt. Yes. Ja. Even we all cannot take our darkness. Selbst wenn wir alle nicht unsere Dunkelheit wegnehmen können. In Paradise. Im Paradies. Oder higher world. Oder in den höheren Welten. We have to leave this darkness before. Wir müssen diese Dunkelheit davor verlassen. Yes. Ja? That's a process. Das ist der Prozess. And it take time. Und das braucht Zeit. Okay. Okay. Hartmut. Daran anknüpfend dann Eva nochmal die Frage, eine Verständnisfrage. Das heißt, Lucifer ist also gehalten, seine Hölle jetzt umzukrempeln. Ja, so ist Lucifer's responsibility to change the hell. So wie Jesus den Auftrag hat, die Christen neu zu bewegen. And this is similar like Jesus has to change Christians. That's right. Richtig. Das ist natürlich jetzt für die Anhänger von Lucifer, für die luziferianische Bewegung jetzt auch eine Kehrtrolle. Also das stelle ich mir schon sehr heftig vor. Ja, yeah, what about me? Was mehr von mir, ja? Für mich ist es mehr heftig. Für mich ist es noch heftiger. Yes. I'm 45 years. Das ist ja gut so. Für 45 Jahre, ja. This is also heftig. Ja, für mich ist es noch heftiger. I'm not responsible what all evil have done, man. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was das ganze Böse in der Menschheit getan hat. But I'm doing freiwillig. Aber ich tue das freiwillig. Because of love of God. Wegen der Liebe Gottes. And so Lucifer have to do too. Und so muss das Lucifer auch tun. And so Jesus. Und so Jesus. And so Muhammad. Und so Muhammad. Yes. Ja. Yes. Okay, danke. Ja, bitte. Bitte. Ja, Marina. Marina ist da? Ja, Marina ist da. Ja. Elisabeth, wie viele Leute sind heute? Elisabeth, wie viele Leute haben wir heute? Zählt Kinder auch, ne? Zählt die Kinder auch? Ja. 34 und 9, 43. Lasst ihr mal bei mir. Letztes Mal war mehr, 44. Nee, letztes Jahr waren ein oder zwei weniger. Letztes Mal, nicht das. Letztes Mal, ja. Ja, okay. Marina, ja? Ich habe eine Frage, und zwar folgendes: habe ich das Gefühl, dass ich da, und wer es auch sein mag, sei es auch die geistige Welt oder von welcher Seite es auch sein mag, oder wer es auch sein mag, ich habe das Gefühl, dass ich blockiert werde. Ist das die alles andere als positive geistige Welt, oder wer ist das? She is asking, she has this feeling that she is being blocked. She is asking, who's blocking her or where does this feeling come from? She blocks herself. Marina, du blockierst dich selber. God, every blessing is with you. Jeder Segen von Gott ist mit dir. I have given you so much guidance. Ich habe dir so viel Führung gegeben. But you never, aber du hast nie never follow my guidance.
Du bist nie meiner Führung gefolgt. So you blocking yourself. Deswegen blockierst du dich selber. There was a few hundred times you say, now I got it, now I change. Du hast I'm ein happy. Paar hundert Mal gesagt, jetzt ändere ich mich, jetzt. I got it, I'm happy. Ich habe es verstanden, ich bin glücklich, hast du gesagt. And you give me pledge. Und du hast mir dieses Versprechen gegeben. And the next day you block yourself. Und am nächsten Tag hast du dich selber blockiert. Yeah, you block yourself. Du blockierst no dich selber. Guys working, no Kein böser Geist arbeitet mit dir. There so much help is given from God and heaven. So viel Hilfe wird von Gott in den Himmeln dir gegeben. But if you don't wanna walk, aber wenn du das nicht gehen möchtest and you don't change, und dich nicht änderst, I cannot change you, dann kann ich dich nicht ändern. You yeah. blocking yourself, du blockierst dich selber. Einen Augenblick. Ich habe zwei Flyer. Einer ist unten, die beiden Bücher sind geschwärzt und das ist so blanko, wie ich das auch immer erhalten habe. Ich war das nicht. Ja, das also ist das jemand, der mich blockiert hat. Und ja, das möchte ich praktisch hier an aller Öffentlichkeit, dazu habe ich das Recht. Und ich möchte das dann in Zukunft nicht. Ich werde also blockiert. Ich wäre, würde das normalerweise nicht machen, aber andererseits würde ich daran gehindert, eine Aussage zu machen. Es ist zwar nicht richtig, vorher spricht man das ab und wird vorher sagen, warum, weshalb ist das so? Ich mache sowas nicht. Und ich verstehe das wirklich deswegen, diese Frage, auch in anderer Hinsicht. Und ich möchte mich jetzt praktisch, ich möchte das jetzt so. Marina, oder, aber nicht so lange. Ich weiß aber nicht, dass ich das so verteilen kann. Ich weiß nicht, kann ich das so verteilen? Nein. Marina, die wurden schon vor längerer Zeit so gemacht. Das wurde gemacht, um das kam von Mohammed. Das ist alles mit Sahid abgesprochen. Das hast du wieder mitbekommen. Ja. Das haben wir auch schon so. Warum sagt mir das keiner? Wir haben es auch schon so oft in den Hand geteilt. Du warst damals dabei, aber du hast immer wieder vergessen. Ja. Es tut mir leid. Ja. Und dass du deswegen jetzt so dieses so dich da reinschaukelst, ist auch nicht gut. Okay, alles klar. Weiter. Gibt es noch jemanden mit einer Frage? Aber insofern ist es jetzt geklärt. Das ist besser als gar nicht. Dankeschön. Wir haben es schon mehrmals geklärt. You remember 1000 times I told her. Erinnerst du dich dran, Marina? 1000 Mal habe ich dir gesagt. If you have one bad day. Wenn du einen schlechten Tag hast. God say, don't mix this day with new day. Dann hat Gott auch gesagt, vermixe diesen Tag nicht mit einem neuen Tag. New day begin with new hope. Ein neuer Tag beginnt mit einer neuen Hoffnung. You took so many seminars. Du hast so viele Seminare genommen. I gave you so much time. Ich habe dir so viel Zeit gegeben. And you promised with me. Und du hast mir versprochen. I change now. Ich ändere mich jetzt. No, you say you change now. Du hast gesagt, du änderst dich jetzt. And you will begin the way new life with new hope. Und du hast gesagt, du beginnst ein neues Leben mit neuer Hoffnung. And the next day you just again went back to old world. Aber am nächsten Tag bist du wieder in die alte Welt gegangen. You are the one who blocking yourself. Du bist derjenige, der sich selber blockiert. All the blessing is surrounding you. All der Segen umgibt dich. Yes. First you were with Elizabeth, then you say with Stuttgart, then you are with the how you call this Salamana. You don't find any place, any basis. Ja, du bist erst mit Elisabeth, dann in Stuttgart, dann mit Silvana, aber du findest keine Basis irgendwo. Any place. Irgendwo. Yes. Everybody cannot be wrong. Nicht jeder kann um dich 24 Stunden am Tag sein. Nein, everybody cannot be wrong, actually. Nicht jeder kann falsch liegen. So, I give you so much time. Ich habe dir so viel Zeit gegeben. And you hold my hand even. Und du hast auch meine Hand gehalten. And you say, Zahid, I change now. Und du hast gesagt, Zahid, ich ändere mich jetzt. Next day was again same old things. Aber der nächste Tag war wieder das gleiche alte Thema. Okay, I just wanna finish it. Ja, okay, dann ich möchte das jetzt hier beenden. Somebody. No, gibt es noch jemanden? Okay, und dann wollte ich halt wissen, habe ich noch die Chance, mich zu ändern? Du hast. Dann werde ich meinen Weg gehen und dann, wenn das sein muss, alleine, denn auf andere kann ich mich nicht verlassen. Denn auf Seite 696, auch im Roten Buch hieß es. Konntest du dich jemals auf jemanden verlassen, Vergangenheit, Gegenwart, und Gott hat verneint. Beim dritten Mal hat er gesagt, ich weiß es nicht. Aber jetzt kann sich Gott auf dich hundertprozentig, tausendmal, meinetwegen wie viel mal Prozent verlassen.
gut, ich habe da verfehlt, aber habe ich noch die Chance, wenigstens dann meinen Weg zu gehen zu Gott, dass er dann sagen kann, okay, dann gehst du eben alleine, aber du gehst für mich, wenn ich mich auf andere nicht verlassen kann, also wer auch es sein mag. Es tut mir leid. Das ist dann nicht du zahlst, sondern irgendjemand aus der Familie. Und da bin ich ehrlich. Marina, da ist eine gute Botschaft, die für alle sehr wichtig sind. Bitte vergesst nicht, dass es eure Beziehung mit Gott und ihr müsst diesen Weg zu Gott gehen. Wenn jeder euch verlässt, dann seid ihr auf eurem Weg mit Gott, so wie Papa auch sein ganzes Leben lang war. Wer denkt, dass er sich auf andere verlassen müsste, hat schon falsch angefangen. Wer jemals davon vermutet hätte, sondern es kann immer passieren, dass ihr irgendwann ganz allein nur noch ihr und Gott da seid auf eurer geistigen Reise. Und dann muss das aus eurem eigenen Antrieb kommen. I did not say God can trust me. God was saying to me, he can rely on me. Ich habe nicht gesagt, ich kann Gott vertrauen, sondern Gott hat zu mir gesagt, ich kann mich auf dich verlassen. That's why I came to know this is the word of God. Und deswegen, wie bitte? This is the... Then I came to know this is not my opinion. God is saying that he can rely on me. Und dann habe ich herausgefunden, das ist nicht meine Meinung, sondern Gott kann sich wirklich auf mich verlassen. I even don't trust my heart, actually. Ich vertraue nicht mal meinem eigenen Herz. I was asking God. Ich habe Gott gefragt. There would be time when I will change. Wird es eine Zeit geben, in der ich mich ändere? My heart. Mein Herz. My feeling. Meine Gefühle. My awareness. Mein Bewusstsein. And this night. Und in dieser Nacht. God came specially in forest. Kam Gott selber in den Wald. And he gave me kiss on my forehead. Und er gab mir einen Kuss auf meine Stirn. And God said, your heart will never change. Und sagte, dein Herz wird sich nie ändern. In love for me. In der Liebe für mich. Even he will grow more and more. Selbst wenn du noch weiter und weiter und weiter wachsen wirst. Then I came to know, yes, I can say. Und dann habe ich herausgefunden, ja, ich kann sagen. Ask God when God gonna believe you. Fragt Gott, wann kann Gott euch glauben? Ask yourself, Marina. Frag dich selber, Marina. You give so many promises so and you go back to old world. Du hast so viele Versprechen gegeben. To me. Zu mir gegeben. Aber you gave me hand. Du hast mir deine Hand gegeben. And you was happy. Und du warst glücklich. And then you went back old world. Und dann bist du zurückgegangen in die eigene Welt. No question is, you say you have some chance. Die Frage, die Sache ist ja, dass du sagst, ob du eine Chance hast. Every time. Jedes Mal hast du eine Chance. God's arm is open. Gottes Arme sind offen. You can come anytime, actually. Du kannst jederzeit kommen. What you talking if you have chance? Über was redest du, dass du eine Chance bekommst? Du hast die Chance und du gibst sie aber auch selber weg. Yes. It's every time possible to come back. Jedes Mal ist es möglich, selber zurückzukommen. Yes. But then every time you come back from old world, aber jedes Mal, wenn du aus der alten Welt zurückkommst, then you have to take again old journey. Dann musst du wieder die alte Reise antreten. How long you gonna live? Wie lange wirst du noch leben? 200 years? 200 Jahre? No. Nein. Maybe 80 years. Vielleicht 80. If you take a 2000 Umleitung to go Berlin. Wenn du 2000 Umleitung nimmst, nach Berlin zu gehen. What you think when you gonna be in Berlin? Was wirst du dann denken, wann du in Berlin sein wirst? Yes. Weiß ich nicht. Yes. So, we can talk some other time. That's too much. So, ein anderes Mal kann man reden. Yes, Atta. Atta. Azur, I wanted to share something I have just seen now. Please. Bitte. I saw the very sharp crystal blue light behind the window of Marina. Ich sah ein sehr scharfes blaues Licht hinter dem Fenster von Marina. Right middle of the window where she's sitting and that light was staring at her and begging her. Und dieses Licht hat sie angeschaut und sie angefleht. Begging. Gebittet. To keep walking and walk with her full strength. Immer weiter zu gehen und mit ihrer ganzen Kraft zu laufen. It will not take that light to come inside the window, but the light is still standing outside the window. Dieses Licht hat es nicht geschafft, in dein Zimmer zu kommen, aber es hat außerhalb gestanden. So that intensive light wants her to keep walking with the full strength because the love of God trusts her so much. Und dieses Licht möchte, dass Marina mit aller Kraft weiterlaufen geht, weil Gott vertraut dir so sehr. The light was saying that
I will never give up on you. Und er hat sicher gesagt, ich werde nie dich aufgeben. So this is what I experienced now, now and I wanted to share. Das ist, was ich jetzt erfahren habe, Hasur, und das, was ich teilen wollte. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. So, our time is over here. Unsere Zeit hier ist vorbei. I give you 2 hours 35 minutes. Ich habe euch 2 Stunden 35 yes. Minuten gegeben. So I like to pray. Ich möchte also jetzt gerne beten. Somebody wanna pray or möchte shall I pray? Jemand beten? Shall I pray? Who? Also ich bete. Mama. Zu dem Feiertag bete du Zeit. Recording oh. Stopped. Because today is special day, you should pray. Recording in progress. 23.07.2023, das Gebet mit Zeit. Most beloved Heavenly Father. Meistgeliebter himmlischer Vater. It is so sad. Es ist so traurig. Billion year past human creation. Milliarden Jahre sind in der menschlichen Schöpfung vorbeigegangen. And mankind knows so little about Und die Menschheit weiß so wenig über dich. Not even little, they know. Nicht einmal ein bisschen wissen sie über dich. They know about their Messiah. Sie kennen ihren Messias. Their prophet. Ihren Propheten. But even this Messiah and prophet. Aber selbst dieser Messias und Prophet. Have not shared about you. Haben nichts über dich geteilt. I'm very speechless actually. Ich bin sehr sprachlos. Sometimes I say this was a crime against humanity. Manchmal sage ich, dass das ein Verbrechen gegen die Menschheit war. That they have not shared what they should share, actually. Dass sie nicht geteilt haben, was sie hätten teilen sollen. And because of this, und wegen dem, darkness is surrounding in this human creation. Umgibt die Dunkelheit uns in dieser menschlichen Schöpfung. Human beings take one step forward. Die Menschen nehmen einen Schritt nach vorne. And then 99 steps. Back to the old world. Und dann wieder 99 Schritte zurück in die alte Welt. This I have seen in 45 years. Das habe ich in 45 Jahren gesehen. All the country where my members are. In all den Ländern, wo meine Mitglieder sind. And then the most saddest thing happened. Und das Traurigste, was passiert ist. Every time they went old world. Jedes Mal, wenn sie in die alte Welt zurückgegangen sind. They lost their Power, their energy, haben sie ihre Macht, ihre Energie verloren, to come back again. Um zurückzukommen, wieder. Every time you go back dark world, und jedes Mal sind sie zurück in die dunkle Welt gegangen. You waste your time. Ihr verschwendet eure Zeit. And this body not gonna live forever. Und dieser Körper wird nicht für immer leben. This body is given to you, dieser Körper wurde uns gegeben as a gift, als ein Geschenk. For your spirit. Für unseren Geist. I pray this moment, und ich bete in diesem Moment, that future generation, dass die zukünftigen Generationen, who I am laying this foundation, für die ich diese Grundlage lege, they will not go back to old world, dass sie nicht in die, zurückgehen werden in die alte Welt. And the shortest way, und das ist der kürzeste Weg, they will meet God, dass sie auf den kürzesten Weg Gott treffen werden. And that's what God is declaring now. Und das ist, was Gott jetzt verkündet. The time of kingdom of God. Das ist die Zeit des Königreich Gottes. Which belongs to heart. Welches zum Herzen gehört. It has already begun. Es hat bereits begonnen. I see myself every night. Ich sehe mich selber jede Nacht. I'm giving guidance in hell. Ich gebe Führung in den Höllen. In middle dimension. In der mittleren Dimension. Neutral paradise. In der neutralen Dimension und im Paradies. And heaven. Und in den Himmeln. I feel so honored when I go God's son and daughter. Ich fühle mich so geehrt, wenn ich zu Gottes Söhnen und Töchtern gehe. And many times I'm speechless. Und viele Male bin ich sprachlos. But the Prince and princes of God, son and daughter. Aber die Prinzen und Prinzessinnen Gottes, die Söhne und Töchter Gottes. They say your present. Sie sagen dein Geschenk. Your present, Gegenwart. Deine Gegenwart. It moves our heart for new growth, actually. Das bewegt unser Herz für ein neues Wachstum. Heavenly Father. Himmlischer Vater.
That's the only wish is in my heart, my mind. Das ist der einzige Wunsch, der in meinem Herzen und in meinem Verstand ist. The promise which you gave to me. Das Versprechen, was du mir gegeben hast. That you will show me your son and daughter on earth. Dass du mir deine Söhne und Töchter auf Erden zeigen wirst. I hope I live long enough. Ich hoffe, ich lebe lang genug. To see this young son and daughter. Um diese jungen Söhne und Töchter zu sehen. How they will grow in your love. Wie sie in deiner Liebe wachsen werden. And how they will be victory over value. Und wie sie den Sieg der Liebe über alles. Value come from Creator. Und dieser Wert, der kommt vom Schöpfer. The person who know more value of God. Derjenige, der mehr vom Wert Gottes kennt. He will be the owner of all creation. Der wird der Besitzer aller Schöpfungen sein. I never mind 45 years. Ich habe nie in den 45 Jahren daran gedacht. Never mind. I never feel any disturb me anything. Es hat mich nie gestört in diesen 45 Jahren. So long I live. Solange ich lebe. I will speak. Ich werde immer weiterreden. Every time. Jedes Mal. Even last day. Selbst in den letzten Tagen. Many people saw that so much blue light is in my mouth. Viele Leute haben gesehen, dass so viel blaues Licht in meinem Mund ist. I saw myself. Ich sah mich selber. And I'm so much blessed. Und ich bin so gesegnet. That God kissed my forehead. Dass Gott meine Stirn geküsst hat. My eyes. Meine Augen. And even my lips. Und selbst meine Lippen. So I'm the first man. Ich bin also der erste Mensch. Who will reveal many astonishing things. Der viele erstaunliche Dinge offenbaren wird. But it's all connected to love. Aber das ist alles verbunden mit Liebe. Thank you all these people who are coming here. Danke an all die Leute, die hierher kommen. They're coming because of you, God. Sie kommen wegen dir, Gott. And thank you all over the world, my members. Und danke überall auf der Welt meine Mitglieder. Wherever they are. Wo immer sie sind. That they are blessed. Dass sie gesegnet sind. That they are meeting God. Directly. Dass sie Gott direkt treffen. It tell me. Das sagt mir. That you know every human heart. Dass du jedes menschliche Herz kennst. Wherever you see your value. Wo auch immer du deinen Wert siehst. Your light come there. Dein Licht kommt dorthin. Crystal blue. Dein kristallblaues Licht. And then you are also like to come there. Und dann möchtest du auch dorthin kommen. I have seen this amazing grace. Ich habe diese erstaunliche Gnade gesehen. 21 century in the end will be belong to God. 21. Jahrhundert wird am Ende Gott gehören. And though even you say you have done your mission. Und obwohl du sagst, dass ich meine Mission getan habe. I feel I can do much more than that. Fühle ich, dass ich immer noch mehr tun kann. And I will do continue. Und ich werde das weiterhin tun. Because weil one eternal life to know value of God is not enough. Ein ewiges Leben, um den Wert Gottes kennenzulernen, ist nicht genug. And this journey will be continued. Und diese Reise wird weitergehen. Thank you, Heavenly Father. Danke, himmlischer Vater. If you can open more door for us, ob wenn du mehr Türen für uns öffnen kannst, I will be always there. Dann werde ich immer dort sein. I pray this und ich bete in das the name of most beloved and beloved Heavenly Father. Im Namen des meistgeliebten und geliebten himmlischen Vaters. In name of God, heart. Und im Namen von Gottes Herz. And thank you for this holiday. Und danke für diesen Feiertag. That in spiritual world, dass in der geistigen Welt so many changing took place. So viele Veränderungen stattgefunden haben. And I always say, und ich sage immer, Jesus or Muhammad or anybody, Jesus und Mohammed und auch jeder, all prophets say, all diese Propheten haben gesagt, this is not my victory. Das ist nicht mein Sieg. This is a victory of all prophets. Das ist der Sieg aller Propheten, who has walked for the love of God, die für den Liebe Gottes gelaufen sind. Amen. Amen. Okay. Amen. Recording stopped.